dass ihr mir glaubt. Ich will eure Blicke spüren. Ich will jeden Herzschlag kontrollieren. Ich will eure Stimme hören. Ich will die Ruhe stören. Ich will, dass ihr mich gut seht. Ich will, dass ihr mich versteht. Ich will eure Energie. Ich will eure Fantasie. Ich will eure Hände sehen. Ich will im Beifall untergehen. Seht ihr mich? Versteht ihr mich? Fühlt ihr mich? Hört ihr mich? Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich fühlen? Ich verstehe euch nicht. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Ja, hallo. 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 Da ist man erst mal still, nach so viel Krach.
oder? Wie viele Musiker waren das jetzt? Ich weiß es nicht mehr genau, aber knapp 100. Und aber der größte Luxus war, den ich sicher nie wieder haben werde, 6 Schlagzeuger in der Reihe oben, also hinten im Orchester. Und haben Sie die angeboten, dann nimm 6 oder nee, hattest du das so? Es ist einfach, ich hatte, sage ich mal so, es gab keine Limitierungen bei dieser Komposition. Was du brauchst, das stellen wir bereit. Und was in der Regel nicht der Fall ist. Außerdem ist es auch so, dass bestimmte Orte einfach zu klein sind, um solche Dinge zu tun. In Orchestergraben, in der Oper wäre definitiv zu klein, um diese Menge an Musikern da unterzubringen. Wie ist das gekommen, die Zusammenarbeit? Das ist eine, wirklich eine ganz verrückte Geschichte. Ein guter Freund von mir, Sven Helbig, auch ein Komponist, aber früher war er eigentlich Schlagzeuger, Jazz-Schlagzeuger. Er und sein Freund Markus Rindt hatten die Idee, ein Orchester zu gründen. Das haben sie gemacht Ende der 90er Jahre, einfach weil sie nicht zufrieden waren mit dem, was die Orchester so in ihrem Spielplan haben. Sie wollten einfach andere Stücke spielen. Und da haben sie ein Orchester gegründet, die Dresdner Symphoniker. Und das erste Konzert war, glaube ich, 1999. Und im Jahr 2000 habe ich ein Stück für sie geschrieben. Und dann später war Sven, der ein Schulfreund ist von Flake, von dem Keyboarder von Rammstein, war irgendwann mal bei Flake und hat so in den CD-Booklets rumgeblättert und las die Texte da. Er kannte, glaube ich, die Musik gar nicht und er las die Texte und fand diese Texte, das ist Poesie, das ist Lyrik so in der Art wie, sag ich mal, Heine, oder also ich will mich jetzt hier nicht so weit aus dem Fenster lehnen und Till Lindemann mit Heinrich Heine vergleichen, aber es sind Texte in der Art wie eben von Goethe oder Heine, die eben immer wieder vertont wurden. Und warum sollte man diese Texte nicht nochmal vertonen? Anders. Also wie auch immer, niemand wusste, dass das dann am Ende rauskommt. Aber es gab dann so eine Art, natürlich musste er dann erst mit Rammstein darüber sprechen und die fanden die Idee wohl ganz verlockend und oder interessant. Und dann gab es so eine Art Wettbewerb mit einem Lied, Mutter war das, ja, das neu zu vertonen. Und da waren 3 Komponisten dabei und ich habe diesen Wettbewerb gewonnen. Und diese Ausschreibung, Casting oder wie geht sowas vor sich? Du meinst jetzt auch mit ja, wie gewinnt man so einen Wettbewerb? Das ist einfach, ich war den Dresdner Symphonikern bekannt, also und sie kannten natürlich auch noch andere Komponisten, die jetzt, sage ich mal, nicht so im Mainstream der zeitgenössischen Musik tätig sind. Und die haben die einfach gefragt, da so ein Stück abzuliefern, mit was noch in Bezug hat zu dem Rammstein-Song, aber dennoch anders ist. Mhm. Und wie gesagt, ich habe diesen kleinen Wettbewerb gewonnen und dann haben wir natürlich auch, es kam jetzt nicht von heute auf morgen auch die Idee in dem Liederzyklus, eben den für Sänger und Sprecher bzw. Sprecherin zu machen. Das sind alles Dinge gewesen, die uns im Laufe der Zeit dann eingefallen sind. Hat sich dann so entwickelt? Also hat sich einfach erst war die Komposition das Wichtige? Es war einfach das Lied da, Mutter, und was, glaube ich, ursprünglich war sogar die Idee, das nur so als eine B-Seite von der Single zu machen, glaube ich, also von Rammstein selbst. Aber das war irgendwie, erschien das allen so abgefahren und verrückt, also einen Opernsänger zu haben, der also das Lied Mutter singt. Ich finde, es ist ja auch so, sage ich mal, die Plattenindustrie, also die
eben die CDs verkaufen wollen und so weiter, was uns Komponisten oder Musikern ja auch sehr gut tut, ist ja in einer tiefen, ist sie vielleicht immer noch, aber in einer tiefen Krise gewesen, in Ende der 90er Jahre, also weil einfach nicht mehr so viel verkauft wurde an CDs. Und es war auch, da spielte durchaus der, das Motiv der Suche nach einem neuen Publikum eine große Rolle, also oder zumindest, dass man eben durch dieses sogenannte, obwohl ich finde, das hat gar nichts damit zu tun, also das, aber das sogenannte Crossover, dass man eben da Menschen, also Publikum aus verschiedenen Bereichen gleichzeitig ansprechen kann. Und das ist natürlich, also in dem Fall ist, also bei dieser, bei diesem Liederzyklus Mein Herz brennt, ist es in dieser Weise nicht gelungen, weil man kann das wunderbar nachlesen, so auf Amazon oder auch YouTube, die Kommentare, die auf die Reaktion Fans, sozusagen. Die Reaktion auf darauf. Also die, sind, die waren sofort da. Die waren sofort da, aber die waren entweder total ablehnend, also ja. was ist das, was habt ihr mit meiner Band gemacht? Oder eben total positiv. Also das, aber es gab irgendwie nichts dazwischen, aber das eben, dass man durch diese, wie soll ich sagen, Umschreibung dieser Rammstein-Lieder oder diese Neuinterpretation, also jetzt die Rammstein-Fans auf seine Seite zieht, das ist so, war nicht ja. der Fall. Also, aber würdest du sagen, dass du bist ja in Dresden geboren und ja. Rammstein sind auch Dresdner, dass ja. der Bezug zur Lyrik auch zu verorten ist? Oder? Ich weiß jetzt nicht, Rammstein sind glaube ich nicht aus Dresden, aber das heißt, sie sind so. Aus dem Osten, also mehr oder weniger glaube ich alle. Ne? Ja, aber ich denke nur, dass Till Lindemann ist sein, wenn er den Fragebogen ausfüllen müsste, was wäre dein Lieblingsberuf, würde er, oder dein Traumberuf, würde er sicher sagen, Lyriker, ich weiß es nicht. Ja, ja. Also er schreibt ja auch Gedichte und diese Texte von Rammstein, die haben durchaus trotz ihrer, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das nennt, Schüttelreime oder, also haben die, was eben geschuldet ist, dem Beat, zu dem sie gesungen werden, aber die Bilder, die er findet, also das finde ich ungeheuer beeindruckend, also in seinen Texten, in seinen Gedichten, ja. Aber es gab ja bei diesen Rammstein-Texten, also schon bei der ersten CD gab es ja gleich einhellig diese Meinung, dass das neue Lyrik ist. Sie haben auch sofort Rolf Bossert, auch den Matthias Bader-Holst aus Halle, den keiner so kannte, hatten sie gemeint, dass das bei dem sogar abgekupfert wäre, die Art und Weise, Dinge zusammenzubringen und das Messer aus dem Laken ziehen oder irgend sowas in diese Richtung. Ja. Bei Bader-Holst hieß es, wenn du weiter so stöhnst, nehme ich die Heckenschere aus deinem Schenkel oder irgend sowas, das waren Ähnlichkeiten da. Ja. War sofort eine Begeisterung dafür, auch die Lyrik. Ein bisschen war das ja auch das Drama, glaube ich, von Till Lindemann, dass er gerne Lyriker geworden wäre. Mhm. Seine Mutter hat ja auch lange Zeit im Rundfunk Literatursendung. Ja. Und auch für sie wäre das ein Traum gewesen. Und dann kam aber diese Rockmusik dazwischen. Und er hat es ja dann nachgeholt. Das erste Gedichtsband war ja dann auch Mutter. Und dann ging es so weiter. Und das ist, sein Vater war ein Kinderbuchautor, also der hatte auch mit diesen ganzen Künstler-Schreiber-Volk zu tun. Ja. Ja? Also der wusste auch schon ganz genau Bescheid, wie viel Falsches Lob es gibt und was wirklich gut ist und so. Und da hat ihn das lange dran gehindert. Aber du kommst ja auch aus der Rockmusik eigentlich, doch? Nein, nicht eigentlich nicht aus der Rockmusik, aber es war mal ein circa fünfjähriger Abstecher, den ich in die Rockmusik gemacht habe, nachdem ich 8 Jahre in einem Knabenchor gesungen habe, ohne Rockmusik, sondern meistens in der Kirche oder bei Konzerten. Und die ganze Literatur der Chormusik durchgesungen habe, Weihnachtsoratorium, Matthäus Passion,
Schütz, Mozart. Als welche Stimme muss ich mir das so vorstellen? Am Anfang Sopran, natürlich. Also ich war nie so besonders gut, zweiter Sopran. Dann kam der Stimmbruch und danach dann zweiter Tenor. Das sind die, die weder ganz hoch noch ganz tief singen können. Das sind so die in der Mitte. Und das, da war ich in dem Chor, also im Dresdner Kreuzchor, war ich... in guter Gesellschaft? Mit René Pape und Eberhard Habekost, der dann Maler geworden ist. René Pape, Jens Neubert sind ein Regisseur, ein guter Freund von mir und viele andere. Das ist schon, hat schon was von so einem Old Boys Network. Ja, ja. Aber ist das, wenn ich mir das vorstelle im Chor, ist das militärisch? Also wenn das so autoritär aufgebaut ist? Militärisch in dem Sinne, dass es eine große Disziplin erfordert, ja. Also denn wir haben ja auch, also nicht alle, aber ich weiß jetzt gar nicht über Eberhard oder René weiß ich, der war nicht im Internat, aber ich habe im Internat gewohnt, ja, dort, also 8 Jahre und bin immer nur am Wochenende oder in den Ferien nach Hause gefahren. Und der Tagesablauf war aber einer ungeheuren Disziplin untergeordnet, musste ja sein. Also Schule. Bist du Päckchenbau und am Bett oder nicht so? Nee, so nicht. Das kam erst später dann tatsächlich, bei der Armee meine ich. Gerade so ein bisschen Zucht und Ordnung, militärisch, denkt man immer. Aber, und du warst bei der Armee? Ja, ich war bei der Armee, 18 Monate. Ja. Genauso wie ich. Also bei mir war es ja noch der gerade Weg. Also ich war adoptiert worden, dann Lehrerfamilie, 12 Klassen, Studiumbewerbung, Studium gekriegt, Lehrerstudium. Und dann gehörte das noch dazu, also zu sagen, okay, die 1,5 Jahre reiß ich runter. Ja. Aber es gibt ja auch Leute, also so wie Eberhard oder so, die das abgelehnt haben, die nicht ins Militär gegangen sind und dann auch nicht studieren durften zu der Zeit. Ja. Ich muss sagen, es spielte damals für mich, das klingt wirklich alles sehr seltsam. Also höchstwahrscheinlich ist das ein Bild, wie zerrissen man sein kann in seiner Jugend. Also ich bin ja eigentlich aus dem Chor mehr oder weniger entlassen oder rausgeworfen worden. Anfang, war zum Teil auch meine eigene Entscheidung, aber es ist so, wie wenn man sagt, ich gehe jetzt, aber du kriegst dann von hinten nochmal einen Stoß, jetzt auch wirklich. Ja. Anfang der 12. Klasse aus politischen Gründen, aber ich würde jetzt, wie alt war ich damals, 18, ich würde jetzt nicht im 18-Jährigen unbedingt politisches Bewusstsein unterstellen, aber das hatte natürlich mit all diesen Dingen zu tun, wie mit Schwerter zu Flugscharen und also all diese Bewegungen, die es damals gab. Und dennoch bin ich dann eben nicht zu den Bausoldaten gegangen, sondern zu den normalen Soldaten. Und ich kann jetzt diese Entscheidung auch nicht mehr nachvollziehen, warum ich das getan habe. Aber und wie war das dann da? Für mich war es ungeheuer angenehm. Also, weil du gerade den Militärorchester Sopran gesungen hast? Ganz anders. Höchstwahrscheinlich durch die Vergangenheit eben mit dieser Akte, die ich wohl hatte, immer noch habe. Also ich habe meine nicht gesehen, das interessiert mich jetzt auch nicht so. Wurde ich in eine Art Strafkompanie eingezogen, also Strafkompanie in dem Sinne, das waren die Pioniere, das sind die mit den Booten im Winter und natürlich auch im Sommer, aber im Winter ist es besonders schlimm, Brücken bauen müssen, also diese Pontons und es ist wirklich hart, aber diese Kompanie bestand, würde ich mal sagen, zu 80% aus Leuten, die gerade aus dem Knast kamen und ich war so mehr oder weniger der Einzige, der einigermaßen richtig lesen und schreiben konnte. Und deshalb wurde ich dann nach den ersten 3-4 Monaten oder so zum Kompanieschreiber ernannt und habe dann praktisch 2/3 der Zeit nur Kaffee gekocht und Dinge aufgeschrieben.
Und deshalb war das eine sehr angenehme Zeit. Weil also Noten aufgeschrieben? Nee, oder? Ja, ich musste die Dinge schreiben, die die wollten, dass ja, ich sie aufschreibe. Ja. Aber ich konnte viele andere Dinge tun. Ich konnte viel lesen, ich konnte auch, aber ich habe auch eine Band dort. Hast du auch eine Band, ja? Ja, ja. Ja, das war so, es war natürlich absolut verlorene Zeit, also in dem Sinne, aber es war jetzt kein, nichts, was viel Mühe gekostet hat oder woran ich mich jetzt mit Horror erinnern würde. Also, das aber das ist nicht. Ja, ein Teil von der Ausbildung, hat man dann, wenn man da schreibt, dann eher einen Überblick, also im Gegensatz zu denen, die das dann ausführen müssen, oder ist das eigentlich auch nur ein anderer Job? Oder ist man dann eher damit beschäftigt, dann die Gruppe so anzugucken, weil man das aufschreiben muss? Du meinst jetzt welche? Im Militär meine ich. Ja, man hat sicher dann, also, obwohl ich das wirklich, das ist so lange her, aber es kommt natürlich so ein ganz kleine Macht dazu. Mhm. Also wenn man eben Dinge schreibt oder dem Offizier, und das waren wirklich, also muss ich sagen, das waren ziemlich schlechte Menschen. Die Offiziere, da kann ich mich also an keinen erinnern, der mir menschlich erschien. Das waren also ja, bei mir kam gleich einer auf mich zu und sagte, ja. Ihr dreckiges Grinsen da, das ja, 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 werde ich ja. Ihnen noch austreiben. Ja, ja. Dabei habe ich gar nichts groß absichtlich gemacht. Ne? Ja. Wir waren schon immer darauf aus, dass sie so Respektpersonen sind. Jetzt müssen wir sowieso erstmal über dich reden, wer du überhaupt bist. Also Thorsten Rasch ist dein Name. Das ist mein Name. Ich bin einer wie ihr auch, der Stipendiaten hier in der Villa Massimo. Und ich bin Komponist. Und alles andere besprechen wir jetzt ab jetzt. Ja. Ja. Und du bist der Peter ja, und auch hier Stipendiat. Ja, und Tatjana Doll. Auch Rompreisträger. Ja. Und jetzt Stipendium klingt immer für Studenten. In dieser Ecke, ja. Okay. Jetzt haben wir das frühe Leben schon fast abgehakt. Also bist du am Wesen schon gekommen. Also ist ja überraschend. Also von ich will, also was ja auch ein bisschen schon wie der kleine, bockige, kindliche Diktator, der gehört werden will, der gesehen will, dass der Gefolgschaft haben will, das hat sich ja super gemacht. Und weil du jetzt gesagt hast, das hat sich dahin entwickelt. Wie kommt man dann auf Katharina Thalbach? Also, oder, ja, das sind so Vorstellungen von dir, dass die müsste das machen. Ich hatte mit ihr vorher schon mal zusammengearbeitet, also für ein Orchesterstück, ein Melodram, wo sie Sprecherin war, da habe ich die Völuspá vertont, dieses Gedicht aus der Edda, aus der nordischen Sage. Und das ist die Völuspá, die Seherin, die beschreibt, wie die Welt untergeht und wie sie wieder neu ersteht. Und da war, also da gab es überhaupt, also in dem Prozess, als wir also über den Auftrag gesprochen haben und als ich dieses Stück komponiert habe, wer soll die Seherin sein, da war sofort klar, das muss Katharina Thalbach sein. Ja, und dann haben wir sie einfach angesprochen und sie hat gesagt, klar, mache ich gern. Und sie, das war auch sehr interessant, sie hat zu dieser Zeit, das war 2000 war das, im Jahr 2000, hat sie auch noch die perfekte Optik dafür. Sie spielte damals in einem Film, also sie drehte da gerade einen Film, in dem sie eine krebskranke Frau spielte und sie hat sich die Haare geschoren und in diesem Outfit als die Seherin aus der Völuspá, das war fantastisch. Und was hat Rammstein eigentlich dazu gesagt? Also nicht dazu gesagt, aber wie fanden die das? Nicht viel gesagt. Ja, viel haben die nicht gesagt. Ich glaube, die fanden das ganz okay. Aber so, also ich glaube, dass eine Verführung da ist, wir werden jetzt symphonisch. Wir werden jetzt große E-Musik. Ja. Und sonst sind wir ja nur Unterhaltungsmusik. Ja? Ja. Dann kommt man weg. Dann ist man entzückt. Und wenn man dann auf das Ergebnis ist, man dann wieder nicht so entzückt. Also das kann ich mir vorstellen, dass das dann zu viele Klänge sind, Rockmusik macht so und Till sitzt da und hämmert mit der Faust noch im Oberschenkel rum. Das ist ja hier viel zu diffizil, das ist ja viel zu groß angelegt, das kann ich mir vorstellen. Keine Reaktion. Dass ich als Erster gedacht habe, was habt ihr denn mit meinem schönen Song gemacht, außer den Text erkenne ich gar nichts wieder. Ja. Ne, so. Aber das ist natürlich interessant, wie denn diese Klänge-Cocktail bei dir entsteht, dass du sagst,
In diesem Zusammenhang kann jetzt der Sänger, die Sängerin auftreten. Da habe ich alles vorbereitet. Das Bett ist da und nun, weil Thalbach macht ja bestimmt das, was sie will. Ne? Also so, oder, nicht unbedingt. Oder hat sie da auch eine Anweisung gekriegt? Ja, aber natürlich, ja. Aber gut, aber natürlich, ich dachte, dass sie jetzt so sich das so nicht reinfühlt. Und Nee, so geht das sie nicht. Hat genauso ein Notenblatt vor sich gehabt. Na, ja, also sie macht ja eigentlich auch sehr viel mit Musik. Also sie, sie singt Brecht-Lieder und so weiter. Und sie ist auch jetzt gerade in der Corona-Zeit gab es dort diesen Livestream von Daniel Hope. Und das hieß bei Hope. Zu Hause bei Hope, Danny Hope ist ein ziemlich bekannter Geiger, und da ist sie auch einmal aufgetreten und hat Brecht-Lieder gesungen. Also sie ist schon sehr musikalisch. Stimmt, wo die ganzen verschiedenen Künstler waren, genau. Ja. Und aber es wirkte so, als tritt sie auf und sagt, ich habe den Text drauf, ich bin gut drauf und ich mache das jetzt so, wie es aus dem Bauch schießt. Nein, das ist wunderbar, wenn das so rüberkommt, absolut. Ja, aber, super, aber das kommt wirklich so rüber, ist auch nicht gespielt, sondern man denkt, also auch wie sie das Mikrofon hält und dann sich wegdreht und die Augen noch größer macht, als sie so schon sind. Also ich wäre jetzt immer davon ausgegangen, hätte mir jemand gesagt, das hat die ganz spontan gemacht. Ja. Wir wussten nicht, die fuhr vor mit dem Auto, kam auf die Bühne, machte das, ging wieder. Nee. So wirkt das. Das ist gut. Also sie hatte natürlich den Vorteil, dass wir hatten das ja vor den Konzerten schon als CD gemacht und da wusste sie genau, also wo sie sprechen soll oder singen soll. Und insofern war das jetzt also nur eine Wiederaufnahme für das Konzert. Also sie. Aber ist das dann abgeschlossen für dich? Also lieferst du die Noten oder die Komposition und wirst du dann noch hinzugezogen, wenn dann die Interpretation gemacht wird? Oder wie? Das ist eine gute Frage. Also da gibt es unter Komponisten ganz, ganz verschiedene Ansätze. Also für mich ist normalerweise das abgeschlossen, wenn ich den letzten Ton geschrieben habe und das ist alles dann schön ausgedruckt und die Partitur ist da, dann ist das für mich beendet und das übergebe ich dann und dann ist das in Händen von anderen, also von Ausführenden eben, von dem Orchester oder von Sängern oder. Und eigentlich möchte ich dann, bisschen zu extrem gesagt, nichts mehr damit zu tun haben, das stimmt nicht. Ich bin auch gerne mal bei einer Probe dabei, aber es liegt nicht mehr in meiner Hand und ich kenne andere Komponisten, die wirklich schon, wenn der erste Ton gespielt wird in einer ersten Probe, sagen, nee, so geht das nicht. Das ist, muss los. Also ich lasse dem ganz viel Zeit weiß und Raum und nur wenn es mir vollkommen gegen den Strich geht. Also wenn sie vollkommen alle Anweisungen missachten, die da in den Noten drinstehen, dann muss ich natürlich einschreiten. Aber das ist eigentlich nie der Fall, weil ich... Also meine Erfahrung ist bei Hörspiel, wenn du als Texter da kommst, nur um mal zu gucken, wie das Hörspiel so läuft, wie sie so reden, ist immer schon eine große Mauer da. Ja. Um Himmels Willen. Ja. Also es geht von... der Autor kommt selber, jetzt wenn du überprüft bist, ich kann nicht, wenn der selber dann noch da anwesend ist, hinter der Glasscheibe oder gar noch mit drin. Ja, ja. Das ist bei Komponisten dann so ähnlich? Es gibt durchaus den Fall, und ich bin jetzt nicht, ich glaube jetzt nicht, dass die Orchester jetzt schlechter oder schlechte Gedanken haben, wenn der Komponist da unten sitzt, aber wenn er eben dauernd einschreitet, dann glaube ich schon, entsteht auch so ein bisschen so ein Verhältnis, was dann nicht mehr eigentlich, was von vornherein auf prinzipieller Sympathie bestehen oder basieren sollte, aber dadurch wird dieses Verhältnis durch dieses dauernde Einschreiten vielleicht zerstört. Ich bin auch oft nicht hingegangen. Also. Ja. Aber wenn du sagst, letzte Note abgeliefert, jetzt sollen sie machen, was sie wollen. Nee, machen, was sie wollen, sollen sie natürlich nicht. Sie sollen genau das machen, was da steht. Machen, was sie sollen. Aber da gibt es ja auch Varianten der Interpretation. Also ich bemühe, sicher gibt es immer Varianten, aber ich bemühe mich, das alles so
genau und exakt aufzuschreiben, dass es eigentlich keine anderen Möglichkeiten geben sollte, also es anders zu machen. Also die, was weiß ich, die ganzen Tempoangaben und die Dynamik, also wie laut, wie leise oder irgendwas sein soll, das ist alles, das ist minutiös ausnotiert. Also ich habe einmal mit 23 Musikern der bolschewistischen Kurkapelle für ein Hörspiel, da war Daniel Prietz der Kompositeur. Und hat für alle 23 mit Bleistift, muss bei dir doch genauso, ne? Du musst doch jeden einzelnen Ton separat für jeden einzelnen, das ist doch bei 100 Musikern, da würde ich ja durchdrehen, das ist ja Wahnsinnsarbeit. Das ist viel und wenn du wenn es dann eben zum Beispiel eine Oper ist, die 2 Stunden dauert, das sind viele, viele Töne. Aber mich würde nochmal interessieren, ist es dann, ist es der Text, der dich dann eigentlich gewinnt, wie du dann komponieren kannst? Oder ist es der Überblick, den du darüber haben kannst? Oder die Story, die dann, auch wenn es eine emotionale, also bei einer Lyrik ist es ja emotionaler und nicht eine Story, die man. Ich bin, also das hängt höchstwahrscheinlich mit meiner. Mit den 8 Jahren in dem Chor zusammen, also ich bin ungeheuer beeinflussbar durch Texte. Und das ist auch für mich die natürlichste Art, Musik zu schreiben, nicht in einem Abstraktum, sondern mit einem Text. Und es, da wird natürlich also in der klassischen oder auch in der zeitgenössischen klassischen Musik wird. Also wie soll ich, ist das nicht unbedingt ein Vorteil, wenn man ein Programm hat, also die sogenannte Programmmusik. Das heißt also Musik mit irgendetwas dahinter, wie zum Beispiel die Alpensinfonie von Richard Strauss, wo eben die Alpen beschrieben werden, oder Till Eulenspiegel oder Don Juan. Das sind alles Geschichten, die eben in Musik stattfinden. Also für mich ist ein Programm in dem Sinne immer ganz wichtig. Also sei es jetzt, dass es von einem Text kommt oder es ist eine Geschichte, die jetzt gar nicht ausbuchstabiert werden muss in der Musik selbst, also dass man weiß, was passiert da in der Musik im Zusammenhang mit dieser Geschichte, aber für mich ist es wichtig. Aber der Rhythmus hat nichts mit dem, also der Textrhythmus hat nichts damit zu tun, dass der... Doch schon, ich meine, jetzt in der Geschichte natürlich nicht, aber in einem Text, also den ich vertone, ganz, ganz klar hat der Rhythmus des Textes damit was zu tun. Also, aber wenn jetzt Daniel Kehlmann fragen würde, ob du die Turmoper. Das ist der andere, den gibt es nicht. Turmoper gibt es nicht. Daniel Kehlmann, Till Eulenspiegel. Und der, genau, wie heißt das Buch? Die Vermessung. Die Vermessung der Welt, genau. Das ist der Uwe Tellkamp, heißt der. Genau. Aber wäre dir das dann sympathisch, also weil wir über das Buch gesprochen haben, dass... Das wäre mir ungeheuer sympathisch, weil ich einfach den Umgang mit Sprache von bestimmten Schriftstellern in viel einfacheren oder in mir, was mir in viel näheren Zugang zu dem Thema verschafft. Also das ist einfach so, gibt eben so Vorlieben. Man liebt eben diesen Lyriker oder diese Lyrikerin mehr als den anderen. Das sind ja so Vorlieben. Und es gibt zum Beispiel, vielleicht kommen wir da später nochmal darauf zu sprechen, also die neue Oper, die ich geschrieben habe, die andere Frau, die ja jetzt auch zum Opfer von Corona wurde erstmal, aber ist ja eigentlich ein ganz unbedeutendes Opfer verglichen mit den anderen Opfern. Die ist ja schon ein Opfer als die andere. Ja. Die Geschichte an sich, also eine biblische Geschichte, die finde ich jetzt, natürlich finde ich sie interessant, aber das Material, was es dort gibt, ich meine die wörtliche Rede in dieser Geschichte zwischen Abraham, Sarah und Hagar, das sind, glaube ich, ich habe es mal nachgezählt, aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, das sind, glaube ich, 18 Sätze, die wörtliche Rede sind in dieser Geschichte. Und das ist natürlich nicht genug. Und dann hat mir Helmut Krauser hat mir dieses Libretto geschrieben, das hat mich
das hat so eine Wucht, also wie er diese fehlenden Sätze, also das, zwischen was den 18, ja. Zwischen den 18, also wie er das erweitert hat. Und dazu noch mit dieser, also sofort, also man, er ist ja auch selber Komponist und interessiert sich ungeheuer für die Oper, auch sofort mit dieser Sprachmelodie. Also das musste ich nur lesen, dann wusste ich schon, wie das gesungen werden muss. Also das ist natürlich eine Gabe, die Schriftsteller haben oder Dichter, ich würde eher sagen, Dichter ist das bessere Wort, die Dichter haben. Ja, aber die sich dann mit der Gabe von dir trifft, dass du weißt, wie das gesungen werden muss. Natürlich, aber man muss erstmal diese, also ich weiß jetzt nicht, ob der Dichter oder die Dichterin dann selbst schon etwas hört, aber die Melodie in der Sprache ist erstmal schon so da. Das ist einfach, das ist wie so, ein, also so eine Phrase, in der, wenn man eben eine Melodie hat. Eine Melodie besteht ja auch aus bestimmten Teilen, also aus Motiven, und das Ganze ergibt dann eine Phrase, und das ist schon in diesem, also ist auch bei Hofmannsthal zum Beispiel, also die Libretti, die er für Strauss geschrieben hat, das ist die reinste Musik. Poesie. Das ist, aber ist das dann grundsätzlich, wenn du liest und du hast einen Gefallen an irgendeinem Buch, dass du sofort eigentlich also melodisch liest oder kompositorisch liest? Ja, also das geht mir ganz oft so. Das, wie so ein Training, wenn man jeden Tag zeichnet oder so. Ich habe jetzt gerade gedacht, dann liest du immer Bücher mit einem Sound im Hintergrund. Nicht mit Bildern. Also viele haben ja dann sofort das Bild. Ja. Genau, das ist ein. Und du hast eben die Musik dazu. Bild und Musik, oder wie? Manche erzeugen keinen Sound, aber die sind trotzdem gut. Ja. Also ich lese sie dann nur, weil sie eben gut sind, aber sie erzeugen jetzt keinen Sound in dem Sinne. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich lese jetzt gerade, das ist natürlich gut, ist kein Roman oder so ein Sachbuch über den Eisernen Vorhang, das erzeugt keinen Sound, ist einfach nur interessant. Und Sound vielleicht. Kann Mika Vanjo nochmal kommen. Aber wann, jetzt mal also richtig in deine Biografie rein, wann hast du das erste Mal festgestellt oder es jemand bei dir bemerkt? Also bei mir war das auch irgendwie mit 15 Jahren, hat mein Deutschlehrer gesagt, das muss man wahrscheinlich bei dir anders bewerten, das Diktat, das muss man jetzt schon mal so unter literarisch-poetischen Gesichtspunkt. Wann war das erste Mal, wo du konfrontiert wurdest damit, dass du irgendwie so, nennen wir es sogar mal übersinnliche Töne, wo man sagt, der schwebt doch in anderen Sphären musikalisch als jetzt. Ich glaube, prinzipiell geht das eigentlich jedem Komponisten so. Also, dass er oder sie die Dinge hört. Also, hört, das Problem ist ja, oder nicht das Problem, dass Besondere oder das Außergewöhnliche daran ist ja, das, was man hört, dann wirklich aufs Papier zu bekommen, also und es annähernd so aufschreiben zu können, wie man es sich das vorstellt. Weil es hat diese drei Schritte, also du hörst etwas, dann versuchst du es aufs Papier zu bringen und dann kommt noch jemand dazu, der das ja dann spielen wird. Und ist das dann genauso das, was du gehört hast? Also hast du es genauso aufgeschrieben, wie du es gehört hast? Das ist jetzt, insofern ist es nichts Übersinnliches, denn, also ich meine, ihr hört das sicher auch mal, so irgendwas vielleicht im Kopf, irgendeine Melodie oder vielleicht, ja. Und das aber dann aufzuschreiben und so aufzuschreiben, dass es dann wiedergegeben werden kann. Das könnte ich nicht. Das ist der Trick. Ja. Denn nicht der Trick, kein Trick. Aber es könnte ja anders aufgeschrieben werden, als in der, also nicht aufgeschrieben auf Papier. Also du schreibst es eh auf Papier, ich glaube, nicht auf Papier, im Computer. Ja. Du könntest es ja auch gleich umsetzen als so ein Beispiel von, und dann macht es aber dann ein Orchester. Wie meinst du jetzt umsetzen? Es muss ja erstmal fixiert werden, sonst kann kein Orchester das spielen. Also es muss erstmal, ich kann ja nicht, also Gedankenübertragung gibt es noch nicht, dass ich also den Musiker meine Gedanken sofort... Ja, aber wir sind ja 2020, also du kannst es ja auch mit elektronischen Möglichkeiten simulieren, wie eine Möglichkeit. Das ist natürlich was, sollte. Ja klar, was also sage ich mal in der Popmusik, also da gibt es eigentlich kein Notenpapier mehr. Das wird ja sofort... ist das so? Ich denke schon, ja. Also ich glaube, dass sie sofort in den Computer... Und weiter, ne? Ja, aber also für mich ist dieser,
der Prozess des Aufschreibens mit Papier und Stift, das ist sowas, was mir ungeheuer fehlen würde. Also ich kann davon nicht ablassen, obwohl ich weiß natürlich, weil am Ende muss ja das, was ich mit Papier aufgeschrieben habe, muss inzwischen auch in den Computer dann eingetippt werden, damit dann so ein Notationsprogramm die schönen Noten ausspuckt, weil heute niemand nimmt mehr handgeschriebene Noten heute. Das ist aber ist das dann auch so, wenn du das aufschreibst, also notierst, wie das bei manchen ist, die anfangen zu schreiben und dann bilden sich erst die Sätze? Oder ist die Melodie, also Melodie sage ich, ja, aber ist die Komposition und die Vorstellung vorher da und du überträgst es nur ganz mathematisch in dem System, wie du das machst? Oder entwickelt sich das dann nochmal ganz anders? Ja, es entwickelt sich manchmal ganz anders, aber es sind so bestimmte Prozesse und die sind natürlich für jedes Stück anders. Also es ergibt sich manchmal auch aus dem Text, wie ist der Text. Ich habe zum Beispiel ein Oratorium geschrieben 2014, für ein englisches Festival, die da erinnern wollten an die das 100, also den Ersten Weltkrieg, der 100 Jahre vorher begann. Und diesen Text habe ich mir zusammengestellt aus verschiedenen Gedichten und aus Bibeltexten und habe ihn so geformt, dass er diesem englischen Gottesdienst im sogenannten Evensong entspricht. Das ist so ein Abendgebet in der Kirche. Und das bestimmt dann natürlich, wenn ich mir dieses Libretto sozusagen, diesen Text habe ich mir zusammengestellt, und dann bestimmt natürlich dieser Text die Komposition des Ganzen. Andererseits, wenn wir jetzt, vielleicht können wir da mal kurz dieses Bild zeigen. Und zwar ist das Andrea Number 16. Should be a picture. Yes. Ja. Das ist natürlich vollkommen unverständlich, glaube ich, für jeden, aber das ist eine Skizze, die ich mir gemacht hatte für mein Violinkonzert, das niemand weiß, muss man auch nicht wissen, aber das basiert auf der Geschichte auf dem Buch von Helmut Krauser, Melodien, wo es darum geht, dass ein Magier Melodien findet oder beziehungsweise wiederfindet, die verschollen waren, mit denen man physische Veränderungen hervorrufen kann. Das ist ein ganz komplizierter Prozess und ich habe eben in diesem Violinkonzert natürlich, bin ich nicht in der Lage, diese Melodien zu finden, leider die physische Veränderung hervorrufen, also die Wasser zu Eis gefrieren lassen und so weiter. Aber ich war damals besessen von, im Zusammenhang mit diesem Prozess von den Fibonacci-Teilen und also diese sich immer addierenden Zahlen, 1, 2, 3 und 5 und so weiter, immer die vorherigen zwei Zahlen addiert, ergeben die nächste Zahl. Und weil diese Fibonacci-Nummern, die kommen in der Natur vor und bestimmt zum Beispiel die Sonnenblume, also ist sowieso ein göttliches Design. Und ich habe also mit diesen in diesem Violinkonzert versucht, die Zeitabstände und die Dramaturgie anhand dieser Zahlen. Und das heißt, Zahlen bedeutet dann in der Musik, bedeutet das dann Länge eines Teiles oder wo findet der Höhepunkt statt und all diese Dinge festzulegen. Das klingt alles sehr akademisch, aber es ist dann wiederum nicht akademisch, weil ich dann diese doch erstmal akademischen Hülsen mit Musik fülle, die sich mehr oder weniger frei bewegt und anhand dieser Geschichte, die sie erzählen will. Also das, was du jetzt eben gezeigt hast, das sah für mich aus wie so eine Wegekarte. Noch ja. 1,5
Ja. Also das ist jetzt Minuten gewesen, ja, aber noch ja. 1,5 Kilometer, ja. dann rechts ab und dann am Ende auch, ja? Schatzsuche erfolgreich. Genau, also es ist wie eine Karte, die ich mir zurechtlege, genauso wie ich mir für jede Komposition... Und dieses kleine ja? Ding, was wir da jetzt gesehen haben, das waren Andrea, wie viele Minuten? Show the next one. The next one. Das hier, was wir jetzt vorhin gesehen haben, ja. wie viele Minuten waren das? Das sind hier, das ist der zweite Satz, der beginnt bei 7:10 und dann haben wir da, der nächste Abschnitt beginnt dann bei 8 Minuten 40 und dann der ja. nächste Abschnitt bei 10:10 und der nächste bei 12:34 und dann siehst du auch, darüber steht ein schneller Teil und so weiter, also und dann folgt eine Kadenz und... So, für die Zeichen, die da drauf ist, die Linien, die sind da nicht gerade, weil die das auch meinen wollen? Oder ist das dann einfach, nee, das weil ist das einfach eine nur, Notiz das ist? Ja, ja. Das der, ist einfach nur der, also von bei 7:10 beginnt der zweite Satz und der, die Einleitung dauert eben dann diese gewisse Zeit, darüber steht die 90, das ist das Tempo. Und dann beginnt bei 8:40 der nächste Abschnitt und so weiter. Also es ist einfach nur so eine Timeline. Die ich mir da ja, ein großer Einschnitt, was heißt ein größer? Ja, das ist eben bei 2,42 ja, muss ein großer Einschnitt kommen, einfach anhand dieser mathematischen Formel. Dort muss etwas Entscheidendes passieren in der Musik. Ist das jetzt ähnlich wie beim Film, wo man sagt, nach 23, 24 Minuten muss der erste Plot kommen, dann, sonst schläft uns der Zuschauer ein oder jetzt muss die Story mehr Drive kriegen oder ist das jetzt von deinem Gefühl her, wo du sagst jetzt, weil der... was heißt mein Gefühl? Ich meine, es sind natürlich, was du jetzt gerade sagtest vom Film, das sind natürlich bestehende Regeln, seitdem hier Euripides oder Sophokles, ja. Seitdem die Theaterstücke geschrieben ja. haben, das ist einfach Gesetze der Dramaturgie. Sind das, und man, ich bin durchaus überzeugt davon, dass wenn man einfach in einem Film oder in einem Buch oder im Theaterstück ist, geht, also das, es steigert sich und fällt mal ab, dann steigert es sich wieder und so, sage ich mal, so bei ungefähr 2/3 ist der Höhepunkt des Ganzen und dann fällt es wieder ab. Also das sind einfach so Regeln, die ich... in diesem Sinne einfach nur versucht habe, jetzt mit für einem für mich neuen Mittel, also mit diesen Zahlen eben da auszufüllen. Ja, ich bin ja wirklich überrascht. Aber welche Reihenfolge hat das? Ist das erste Auftrag, der kommt von jemandem und dann gibt es möglicherweise die Beschäftigung? Ist es dann das Handwerk, was du dir zulegst und dann kannst du dir aussuchen, dass du, wo du entscheidest, dass du das unterbringst? Oder? Du meinst jetzt die grundsätzlich? Grundsätzlich. Mhm. Ja, nee, in der Regel ist es ein Auftrag. Also, dass ich einen Auftrag bekomme für ein Stück, für eine Besetzung, sei es ein Violinkonzert oder eine Oper zu schreiben und dann besprechen wir, was die Möglichkeiten sind, also oder welche Möglichkeiten ich habe, wie groß kann die Besetzung sein oder wer könnte das singen und so weiter und dann... Wo du auch mit... da bin ich dann immer mit dabei und dann lässt man mich in Ruhe für eine gewisse Zeit. Ich meine, Oper dauert ungefähr 2 Jahre zu schreiben, also dann lässt man mich 2 Jahre in Ruhe und nach 2 Jahren mache ich dann was anderes. Aber die wird dann auch... Also die ist dann sozusagen schon gekauft. Also das ist dann die nicht, ist dann, dass sie hinterher ja, sagen, ja, ja. Nee, das wollten wir jetzt doch nicht oder so. Nee, das es sei denn jetzt, ich meine, natürlich gibt es da Verträge und da steht dann natürlich auch drin, wenn, wie soll ich sagen, wenn der Auftragnehmer seine Verpflichtung nicht erfüllt, wenn er also, wenn da drin steht, ich darf... Da steht schon die Größe des Orchesters drin, also und da steht eben 3 Schlagzeuger und ich schreibe dann aber in dem Stück 6 Schlagzeuge rein, dann, ja, klar. Dann geht es natürlich, dann bin ich derjenige, der schuldhaft hier den Vertrag verletzt hat. Und wie bist du dann abhängig davon, wie erfolgreich die Oper dann zum Beispiel oder das Konzert dann ankommt? Also das war nicht interessant beim René Pape, als er gesagt hat, das sei eigentlich keine neuen Opern spielt, weil er übt dann, weiß ich nicht, 1 Jahr oder auch 2 Jahre, um sich vorzubereiten und es ist besser dann in diesen traditionellen Möglichkeiten zu bleiben, weil die immer schon die Voraussetzung hat, dass die Leute das kennen und dahin gehen und ich denke, was ist denn das jetzt für eine Musik? Das ist leider wahr und es ist auch
traurig, dass jedes Jahr natürlich Hunderte von neuen Stücken geschrieben werden, sei es jetzt für Konzert oder für die Oper, und man sie eigentlich nur einmal hört. Also bei einer Oper sind es dann, die steht ja dann im Spielplan für 5, 6 Mal, aber dann verschwindet die Oper. Sie wird in 70, 80 Jahren vielleicht noch neu entdeckt. Das ist jetzt die andere Frage, aber ich wollte noch dazu sagen, dass es eben, ich verstehe das auch durchaus, eben wichtig ist, für ein Opernhaus zum Beispiel Premieren zu machen. Und es ist natürlich auch eine viel spektakulärere Angelegenheit, eine Premiere zu machen, als jetzt etwas, das schon mal Premiere hatte, nochmal aufzuführen. Modernes. Natürlich gibt es auch diese Opern gibt es auch, aber die sind wirklich sehr wenig. Also sehr wenige zeitgenössische Stücke oder Opern werden permanent wieder aufgeführt. Also das ist schon sehr schade, aber andererseits darf man auch nicht vergessen, dass das ja auch der Fall war, als Mozart lebte. Also der Figaro wurde nicht dauernd gespielt oder so, der wurde ein paar Mal gespielt und dann hat er die nächste Oper geschrieben. Und dass sowas wie heute, also ein Repertoire an Stücken, die man immer wieder im Konzert oder in der Oper spielt, das gibt es ja erst seitdem es Opernhäuser gibt, also seit um die Jahrhundertwende, also um 1900 herum, als die sich dann etablierten, da etablierte sich dann auch das Repertoire. Das ist ja eine relativ moderne Erfindung. Aber es verändert sich ja jetzt auch, also auch jetzt genau diese Situation von dem Shutdown der ganzen Welt, ist die Musik in einer sehr schwierigen Position und auch die Opernhäuser, also was ja immer eine lästige Kulturangelegenheit war für das Business oder für die Politik. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, es war in der es war gar nicht die Sunday Times von Großbritannien, sondern in der Singapore Sunday Times. Da war so eine Umfrage, essential jobs, non-essential jobs. Mhm. Und essential war Doktoren, Cleaners, also Müllabfuhr und so weiter und so weiter. Non-essential ganz oben, Artist. 71%. Ja, das ist schon ziemlich deprimierend, aber man könnte ja einfach mal das Internet abschalten oder allen Content wegnehmen aus dem Internet. Netflix abschalten, Spotify abschalten, alles Fernsehen abschalten, ja, alles Kunst. Das Interessante war ja, dass in der Zeit, also diese, nennt man die jetzt Corona-Zeit, Covid-19-Zeit, dass durch die Stille, die entstanden ist, dass man ja wieder anfängt, dann die Vögel zu unterscheiden und das Blätterrauschen zu hören, was ja eigentlich wieder dazu führen müsste, wenn nicht so viel Internet das ersetzen würde, dass man auch wieder diesen Zugang dazu hat, also zu anderen Geräuschen, die in sich schon wie Musik eigentlich als Musik bestehen. Aber da müsste man wirklich das Internet abschalten. Ja. Hast du jetzt etwa gemeint, ob das, also jetzt würde ja die Frage sein, hat das jetzt Einfluss auf dich gehabt, die 3 Monate? Was jetzt Tatjana gerade beschrieben hat, dass sie jetzt dann wirklich wieder ganz anders gehört hat, als so ohne Alltagsgeräusche irgendwie? Oder nein, gar keinen Einfluss. Du konntest einfach bloß besser arbeiten, weil du nicht abgelenkt wurdest? Oder nein, nicht unbedingt besser, weil wenn wir bei den täglichen Angelegenheiten sind, nicht unbedingt besser, weil unsere Wohnung okkupiert war von den Kindern und ihrem Online-Schulunterricht, was aber also jetzt nicht stört oder so, aber das ist jetzt nicht, mein Tagesablauf hat sich eben einfach nur ein bisschen nach hinten verschoben. Aber an die Situation an sich ist für meine Arbeit hat das überhaupt keine Rolle gespielt, ob das draußen laut oder leise ist. Das ist aber es ist natürlich wunderschön, wenn man die Vögel wieder hört, wenn es keine Flugzeuge gibt, aber das ändert jetzt nichts daran oder es trägt nicht dazu bei, dass ich jetzt besser komponieren kann. Das tut es überhaupt nicht. Ich bin da wirklich im Gegensatz auch zu anderen Komponisten wirklich ungeheuer flexibel, weil ich habe an so vielen Orten
komponiert, also hier in der Villa Massimo unter diesen wunderbaren Umständen oder eben in einem 6-Tatami-Zimmer in Japan. Also das ist so groß wie die Küche hier. Das ist ein Wohnen. Aber das wäre jetzt auch mal ein Beitrag zu deiner Biografie. Japan, sagst du einfach so dahin. Ja. Aber du hast in Japan gelebt, du hast komponiert dort. Ich bin 1990, nach dem Mauerfall, also ein halbes Jahr danach, im April 1990 bin ich nach Japan gegangen. Warum Japan? So. Warum? Weil ich wollte daher, also an einen Ort gehen, der so weit weg wie möglich von Deutschland war. Das kenne ich. Aber es hätte ja auch Südamerika sein können. Ich kannte jemanden in Japan. Ich kannte niemanden. Ich kannte jemanden in Japan, aber ich kannte niemanden in Südafrika oder in Südamerika, sonst wäre ich vielleicht nach Südamerika gegangen. Aber es war einfach eine praktische Frage, wenn ich jetzt nach Japan gehe, muss ich ja irgendwo mal erstmal wohnen. Ich kann mal kein Hotel leisten mit meinem DDR-Geld. Aber das ist natürlich irgendwie, weil alle gesagt haben, jetzt muss man hier bleiben, jetzt ist eine Umbruchssituation. Ja. Die nächsten 2-3 Jahre können wir alles Mögliche machen, ehe sich dann wieder das alles in so einen Alltagstrott zurückfindet. Ja. Da sind ja sehr viele auch dann nach Berlin reingezogen, weil sie gesagt haben, jetzt muss man in Berlin sein, jetzt wo die Mauer weg ist. Jetzt ist das Leben wie ein Frühling. Ja? Ja. Und da sagst du, nö. Nee. Einfach weit weg. Es war, also mich hat die ganze Situation, also ich fand die sehr unangenehm, also diese Zwischenzeit, ich fand den Mauerfall natürlich, das war höchstwahrscheinlich einer der größten Tage in meinem Leben, den ich ja, ich weiß nicht, wo du ihn erlebt hast, ich habe ihn ja tatsächlich in Berlin erlebt, also ich war zufällig in Berlin, in Potsdam an dem Abend und das hatten wir vorhin kurz angesprochen und das war ja noch meine Rockmusikphase mit einer Band. Ja. Wie viel wart ihr in der Band? Wie bitte? Wie viel wart ihr? Also wie viel? In der Band? Fünf? Ja, wir waren sechs, aber das war eine andere Band. Ich habe jetzt vergessen, wie die hieß. Ich glaube, war das Code ND oder Damp? Da waren wir nur zu dritt. Wir waren oder zu viert in der Band. Und was war dein Teil in der Band? Ich habe Keyboard gespielt. Ich habe immer Keyboards gespielt. Und wir sind dann auf dem Weg zurück, also von Potsdam haben wir im Radio gehört, eben, dass die, also auf dem Weg zurück nach Berlin, weil wir in Berlin übernachten wollten, haben wir gehört im Radio, dass die Grenze offen ist. Ich gesagt, kann doch nicht sein, da fahren wir mal hin, mal gucken. Und tatsächlich war die Grenze offen. Und also, gut, aber du bist ja eh vorher gereist durch den Kreuzchor. Ihr seid ja überall hin, oder ihr durftet überall, oder musstet, wahrscheinlich durftet. Ja, wir wollten alle eigentlich gar nicht reisen, aber wir mussten. Ja, nee, wir hatten schon das Privileg, wir waren wie alt war ich, 14 oder so, da war ich schon mal in Italien, das war sehr schön. Ja. Und, aber nie außerhalb Europas? Ja, doch, in Japan. Da warst du auch, genau. Ja. Also dann kannte es schon ein bisschen. Also es war nicht die totale Fremde. Das war gut. In Japan hatte ich eine Brieffreundin. Und diese Brieffreundschaft, die hielt wirklich sehr lange. Also, wie habt ihr denn kommuniziert mit Briefen? Sie schrieb Deutsch. Sie hat Deutsch gelernt, also sie hatte vorher schon Deutsch gelernt und hat mich dann auch ein paar Mal besucht in der DDR. 2-3 Mal war sie da und ist da zu Konzerten gekommen. Und bei ihr bzw. bei ihrer Familie habe ich dann auch die ersten 2 Monate oder so verbracht in der Nähe von Tokio. Und mein ursprünglicher Plan war ja, ich wollte so 3-4 Monate weg, einfach mal so weit, einfach mal mich ausklinken aus dem Ganzen. Aber es hat mir dann so gut dort gefallen, dass ich einfach, also ich bin dann zurückgekommen, habe alles, was ich besaß, und das war nicht viel, aber habe ich vielleicht, weiß ich mehr wie viel, vielleicht damals, war dann auch die Währungsreform, also ich bin vor der Währungsreform abgefahren, aber als ich zurückkam, gab es die DDR-Mark dann nicht mehr. Ja, aber mit wie viel Geld im Koffer kann man dann ein Tatami mieten in Tokio? War das dann ist natürlich wichtig, dass man eine Arbeit hat, also dass man arbeiten kann. Und wie das geht Einzige, das was man arbeiten kann in Japan oder überall, wenn man die Sprache nicht spricht,
man kann nur seine eigene Sprache unterrichten und das habe ich dann auch getan. Du hast Deutsch unterrichtet. Ich habe dann 2-3 Jahre lang Deutsch unterrichtet und dadurch, dass Deutschland damals so viel in den Medien war, also es war gerade wieder Mauerfall, Wiedervereinigung. Wollten viele Deutsch lernen, klar. Wollten viele Deutsch lernen und das war also eine günstige Zeit dafür. Und so nach und nach habe ich danach Kontakte knüpfen können und habe dann auch in Japan in der Band gespielt und bin dann durch wirklich einen Zufall, also wann war das, so 1993, bin ich dann dazu gekommen, Filmmusik zu schreiben. Was nennst du dann Zufall? Also was ist dann der Zufall? Wirklich ein ganz seltsamer Zufall, dass jemand, der im Flugzeug saß, als ich nach Japan flog, saß ich neben dem Präsidenten, als ich das erste Mal, also 1990 nach Japan flog, saß ich im Flugzeug neben dem Präsidenten der Freundschaftsgesellschaft Japan-DDR. Der hatte Marxismus-Leninismus in Leipzig studiert und sprach perfekt Deutsch. Und ja, wir haben uns viel unterhalten und so. Und dann habe ich ihn auch ab und zu mal getroffen dann in Tokio. Und 2-3 Jahre später saß er, als er wieder mal nach Deutschland flog, im Flugzeug neben dem Drummer von einer Band. Und sie hatten aber ein gemeinsames Hobby, sie sammelten beide Ukiyo-e. Und was haben die gesagt? Ukiyo-e. Und haben sie sich lange unterhalten und dann kam sie ihm dann zuerst Schlagzeug in der Band und so. Und da sagte dann dieser Freund von mir, ich kenne jemanden aus der DDR, der spielt Keyboards oder so. Und dann, wir suchen gerade den Keyboarder. Ja, und so kam ich dann in diese Band. Und diese Band machte dann irgendwann mal 93 oder 94 in Filmmusik. Und die Produzenten waren nicht so zufrieden damit und haben mich dann gefragt, das nochmal zu machen. Ich weiß jetzt nicht, warum. Das klingt und was war das für ein Film? Das war ein Animation-Film, so eine Serie über so Roboter und Krieg, so eine typische japanische Animation-Serie. Und die Musik habe ich dann nochmal gemacht und das hat denen sehr gut gefallen und von da an ging es dann, also kam Film auf Film, also keine Animation mehr, sondern... Dann war das vorbei mit dem Lehrer, dann musstest du nicht mehr. Wir können ja mal so einen Ausschnitt uns angucken von... Von den ersten Filmen? Von dem ersten habe ich keinen, aber das ist jetzt einer, der ist ein bisschen später. Nehmen wir mal, ich weiß es jetzt selber nicht, es steht jetzt hier nur 1, 2. Nehmen wir mal jetzt ist Nummer Number 13. Das ist in das ist jetzt die Musik von dir komponiert, auf die Bilder. Ja. Kommt auf die Ki. Soll er jetzt nur mehr nicht da? Ich bin da. Doch. Ist der noch kalt genug? Ja, das ist okay. Der ist gar nicht toll. Thank you.
Tanner. Whether we fall by ambition, blood, or lust, like diamonds, we are cut with our own dust. Tänzer, also es ist ja doch sehr das, ja. Tänzerisches. Ja. War das die Hauptidee da, zu sagen, okay, Tanz mit einem Solo-Darsteller, der ja. alle ich mein, zum Tanz einlädt, also tödlichen Tanz? Oder? Das ist ja eine ganz typische Szene, also in fast jedem japanischen, sei es jetzt ein Samurai-Film oder Yakuza-Film, dass eben der Einzelkämpfer am Ende, ja, natürlich, ja. er leidet dann. Hast du da jetzt was Neues reingebracht? Ist das jetzt irgendwie so honoriert worden? Also zu sagen, aus dem Land der Komponisten Beethoven und sonst wie was ist jemand gekommen und der macht unsere japanische Sache ganz anders? Ich glaube, das war ein Punkt, der mir sehr geholfen hat. Da, dass wirklich dieses vollkommen andere Verständnis nicht vollkommen andere Verständnis, das ist vielleicht falsch, aber dieses natürliche Verständnis dafür, denn die Filmmusik in Japan ist jetzt nicht so wesentlich anders als die Filmmusik, sagen wir mal, in Amerika oder in Deutschland, aber sie hat eben diese Elemente und dadurch, Rosso. Hallo Rosso. Hallo Rosso, der Kater. Sie hat eben diese Elemente, aber der europäischen Musik, und wenn man die jetzt direkt haben kann, also man muss sie nicht über Umwege haben, dann das war etwas sicher, was mir sehr geholfen hat. Aber ich würde trotzdem noch mal gerne wissen, also der Film, der ist dann komplett fertig? Ja. Also da wird dann auch nichts mehr geändert, sondern der ist fertig und du weißt dann, okay. Ja. Und wie weißt du dann, dann bist du frei, wie die Musik dann drunter gelegt wird? Also wenn ihr die Klingen schwingen oder die Kugel schießt, dann... Ja, das ist und an natürlich, anderen Stellen nicht? Das hängt immer vom Regisseur ab. Also der Film ist im Prinzip fertig, aber das ist ja auch ein sehr langer Prozess und da gibt es den ersten Schnitt und den bekommt man dann und da mache ich die Musik dazu oder schreibe die auf, damit die dann eben gespielt werden kann von den Leuten im Studio, also von dem Orchester oder irgendeiner Gruppe oder so. Und dann gibt es aber den zweiten Schnitt, der ist wieder anders als der erste, wo die Szenen alle ein bisschen kürzer sind. Da muss ich die Musik wieder ändern. Und manchmal gibt es da den Final Cut, also den letzten Schnitt, der dann tatsächlich das ist, was dann am Ende zu sehen ist. Also das ist ein sehr, sehr nerviger Prozess manchmal, dieses Ändern. Und dann kommt natürlich noch dazu, natürlich gibt es eine Besprechung mit dem Regisseur manchmal schon lange, bevor die beginnen zu drehen, anhand des Drehbuches, wo Musik sein sollte, aber meistens ist es mit dem ersten Schnitt vom Film, dass eben hier sollte Musik sein und hier und hier und hier, und dann wird das alles besprochen und dann gibt es Regisseure, die sagen, wenn dann das alles auf dem Film drauf ist und man ist dann im Studio und mischt dann die Lautstärken und so, und sagen, ja, alles okay, wunderbar. Aber es gibt Regisseure, die sagen, nee, das geht gar nicht. Und dann wird da umgestellt. Die Musik, die da war, kommt dahin und das kommt dorthin. Und das ist für einen Komponisten ist das, wie soll ich sagen, es ist schmerzhaft einerseits, aber andererseits ist das für mich war es eine ungeheure Schule, zu kooperieren. Einfach bei Film ist Kooperation. Natürlich hast du oben ist der Regisseur, der ist der Boss, der bestimmt alles, aber alle anderen kooperieren und es ist einfach ein Gesamtkunstwerk, wo eben viele Dinge zusammenkommen und da ist die Musik nur
ist ein wichtiger Teil, aber ist nur ein Teil des Ganzen. Das ist vollkommen das anders. Das führen wir mal gerade hier aus, ja, mit diesem, was zusammenkommt, weil wir ja online sind, haben wir hier ein paar Fragen. Schon ein bisschen älter. Einmal, ich wüsste gern, wie so ein Kompositionsauftrag aussieht. Der Komponist erhält den Auftrag für einen Plot und wer sucht den Librettisten? Das Opernhaus oder der Komponist? Haben wir das soweit eigentlich schon beantwortet? Oder? Also da gibt es jetzt keine bestimmte Formel dafür, denn man kann durchaus, wenn ein Opernhaus zum Beispiel an einem Komponisten interessiert ist und ihm einen Auftrag erteilen möchte, dann kann natürlich der Komponist den Sujet bringen. Ich muss kurz nachdenken, ich habe jetzt 4 Opern geschrieben und in allen Fällen wurde mir das Sujet angetragen. Also es gibt natürlich auch die andere Variante. Und zum Beispiel für meine letzte Oper, also für die andere Frau, habe ich den Librettisten vorgeschlagen. Also das Sujet hat mir das Opernhaus, also die Semperoper, vorgeschlagen. Aber ich dachte dann, nachdem ich mich beschäftigt hatte und sah, das sind nur 18 Sätze, hier brauchen wir noch irgendwas, dass ich Helmut Krauser frage, um das Libretto zu schreiben. Und also das ist, den hast du dadurch dann kennengelernt? Oder? Nee, den kannte ich schon vorher. Wir kannten uns schon vorher. Warum kannten wir uns? Genau, weil ich hatte dieses Buch Melodien gelesen, irgendwann in den frühen 90er Jahren. Und als wir diese CD, also diese Rammstein Geschichte gemacht haben, Mein Herz brennt, fragte die Plattenfirma irgendwie, wer könnte da einen Text dazu schreiben, irgendwie sowas. Und da habe ich gesagt, Helmut Krauser könnte das tun. Und seitdem, da hat mir das war der Mann deines Vertrauens. Du wusstest, ich wusste, er kann. Der hatte bereits dich schon interessiert oder schon überrascht oder ergriffen oder begeistert. Der hat dir über Musik und Komposition schon was mitteilen können, als einer, der auch so ein bisschen da drin steckt. Und du hast gesagt, dass nur mit dem. Ja. Dann wird das was. Ja. Und so. Musik ist eben, ich glaube, wie wir vorhin sagten, über Till Lindemann, sein Traumberuf wäre Lyriker gewesen. Ja. Ich glaube, Helmut Krausers Traumberuf ist Komponist eigentlich. Ja. Er ist zwar Schriftsteller. Aber, okay, dann haben wir noch einen Herr Prange, der uns folgt. Der hat ungefähr vor 20 Minuten gefragt oder Hallo gesagt, wenn eine Komposition geschrieben wird, erscheint einem zuerst eine Melodie oder handelt es sich um ein geordnetes Rauschen, welches dann beim Niederschreiben eine richtige Form annimmt? Und der fragt dann weiter nach 15 Minuten, wie kommt man bei solchen Szenen, das ist wahrscheinlich der Film, den wir geguckt haben, der japanische, zu dieser Musik? Und Paul erzählt uns, dass eine Katze im Hintergrund ist. Ja, das Rosso geht hier rum. Ah, jetzt sieht man, hat man gerade den Schwanz gesehen. Aber genau, vielleicht. Ja, das ist vielleicht wirklich das einzige, wie hast du das vorhin genannt, Übersinnliche, was man jetzt nicht definieren kann. Einfach, wenn ich eine Szene sehe in dem Film, oder wie auch vorhin gesagt, wenn ich irgendwas lese, was diese Qualität jetzt nicht in dem Sinne von gut oder schlecht, sondern diese Qualität hat, dass ich etwas höre, dann höre ich das und dann versuche ich das eben aufzuschreiben. Und in dieser Szene habe ich eben einfach das gehört, wie man es jetzt hat. Da ist der Land drauf, also du siehst die Szene, dann hörst du was dazu und dann kannst du dem auch vertrauen. Kann ich dem vertrauen, dass du dich da nicht gehört hast und was war mit mir an dem Tag los? Ob dem Regisseur das dann gefällt, das ist wiederum eine andere Frage. Also aber da frage ich mich, wenn du nach Japan gegangen bist und auch wenn es der Zufall war, dann mit Film zu arbeiten, dann ist das ja nicht mehr so wie textbestimmt zu sein, oder konntest du sofort Japanisch, dass du durch den Text, dann bist du ja von Bildern, natürlich, mit laufenden Bildern konfrontiert. Ja, überhaupt nicht Japanisch, das hat eine Weile gedauert, also 5-6 Jahre, ehe ich dann einigermaßen normal kommunizieren konnte. Nee, das sind aber in dem Sinne sind Worte und Bilder, also definieren die keinen Unterschied für mich. Es sind einfach außermusikalische Events, Erfahrungen. Also das sind jetzt nicht nur die Worte, ich habe ja auch diese
Ich habe zwei Stücke geschrieben, also eines ist ein Streichquartett, was auf einem Bild basiert, also einfach, ich habe dieses Bild, diese Station, die in meiner Betrachtung, die ich in diesem Bild gesehen habe, musikalisch festgehalten, das ist dieses Bild von Fra Angelico, Noli Me Tangere. Mhm. Ja. Und dann natürlich dieses Melodram von nach Kokoschkas träumenden Knaben, das Bild und Text hat. Also das sind einfach Dinge, also außermusikalische Dinge, die mich ungeheuer inspirieren und das kann durchaus auch in Filmen sein. Aber würdest du sagen, bei dem Fra Angelico-Bild, dass du, also die sind ja hauptsächlich Fresken, die er gemacht hat. Ja. Also er hat ja eigentlich nicht so bewegliche Bilder gemacht, die man irgendwo hin transportieren kann, sondern also diese da hier in dem Kloster für den Mönchen, dass man jeden Tag damit leben muss. Also oder auch damit denkt oder anfängt, bestimmte, also solche Bilder laufen ja dann auch in einem, also statt Fernsehen oder so, macht das was mit einem. Ist das dann, kommt das dann da, also würdest du das ähnlich denken zum Film? Schon, weil ich habe ja mit diesem Bild, also mit diesem Bild, jetzt nehmen wir mal dieses Bild von Fra Angelico als Beispiel, ist es ja auch nicht nur dieses Bild, sondern es ist ja auch die Geschichte dahinter. Aber das ist das, was dich dann interessiert, die Geschichte und nicht das... ist die Geschichte und das, also, und das Bild. Also das ist ein Zusammenhang. Es gibt natürlich viele Bilder, die eine Geschichte haben, die mich nicht interessieren, die mich nicht inspirieren. Aber dieses Bild hat mich inspiriert als Bild. Aber natürlich weiß ich, dass die Geschichte dahinter existiert und dann kann ich musikalisch, weil ein Bild ist ja jetzt in dem Sinne nicht, passiert nicht in der Zeit, also es ist nur da in dem Moment, aber die Geschichte, die hinter dem Bild steckt, die geschieht in der Zeit und somit kann ich das dann auch musikalisch umsetzen, weil Musik ja auch in der Zeit existiert. Aber welche Rolle spielt denn so ein Spätmittelalter dafür? Also das sind ja auch bei manchen Stücken, die du spielst, die kommen ja, also die sind ja auch in der Zeit zu verorten. Vielleicht, wenn man mich fragt, in welcher Periode würden Sie gern leben, würde ich sagen, Spätmittelalter. Ja? Ja. Faszinierende Zeit. Mhm. Also, aber wegen der mystischen Auffassung oder was wäre dann so die Nähe dazu? Ich fühle mich einfach in der Kunstwelt sehr wohl. Natürlich, ich müsste immer sagen, also die sanitären Anlagen müssten aber so sein wie heute. Das meine ich, ja. Ach so, und die Flugzeuge? Ja. Oh, das ist ja das alte Problem, wenn man sagt, ich würde gerne 120 Jahre vorher, dann nimm dir eine Nasenklammer mit. Hm. Ja, das waren doch andere Geruchsverhältnisse. Ja. Absolut. Ah ja, wie ist das denn mit Gerüchen eigentlich? Macht das auch musikalische, also nicht? Die sind nicht inspirierend. Nee, also wenn ihr jetzt so eine Blume duftet oder Knoblauchzehe, sagst, das ist ja außergewöhnlich schön, hast du da auch... Ich frage das jetzt mal, bei mir kommen Melodien in ganz bestimmten erregten Zuständen. Also ich freue mich oder ich ärgere mich oder ich bin verliebt oder ich bin furchtbar traurig mitgenommen oder so und gehe dann alleine für mich spazieren, dann habe ich Melodien im Kopf. Oh. Meist auch schon einen Text dazu und dann ist es eher ein bedauerlicher Text, dass ich mir selber leid tue oder ich gehe schneller rhythmisch und fühle mich wohl und sage, der Lebensfrühling beginnt. Hm. Da habe ich immer auch Melodien dazu, also die von leichter Unterhaltungsmusik, vom Schlager bis Töne hingehen, die dann, aber das ist ja alles bei mir dann aus dem Bauch raus. Ja. Während du musst ja das, was andere auch erleben, also so aus Erregung und Gefühlsmomenten her, musst du ja dann auch irgendwie andere Klänge noch mit da reinbauen. Also weil ich bin ja für kurze Zeit zufrieden damit. Da bin ich lang gegangen, da war ich traurig, da habe ich geheult und da hatte ich die und den Sound um mich. Aber das würde ja aus mir noch kein Komponist machen. Ja, nee, ich bin da auch. Aber das ist eine Frage der Emotionen auch, die du jetzt beschreibst. Und also mich hat das jetzt eher, also Gerüche oder auch Geschmack oder auch Wein trinken. Also wir sitzen ja in Italien mit einem wunderbarsten Wein. Ist das, das spielt keine Rolle. Nee. Komponierst du mit Wein oder ohne? Beides. Also früh ohne Wein, abends mit Wein. Ja, die stupide Arbeit, da jetzt Noten in den Computer reinzutippen, das ist einmal hält man dann wirklich nur noch mit Wein. Ja, aus, ne? Das ist stupide. Und, aber ich denke, also das, was du gerade beschrieben hast, das ist für mich ist das, und da glaube ich auch, den Schluss ziehen zu können, dass das für die meisten
Komponisten zutrifft. Ich weiß es nicht, aber ich denke mal, also ich bin da viel objektiver. Also meine persönlichen emotionalen Zustände tragen, glaube ich, fast nichts zur Musik bei. Es sind immer nur die emotionalen Zustände meiner Protagonisten in der Musik. Ja. Und das müssen jetzt gar keine Leute sein, das kann einfach nur, das kann auch nur wirklich ein Abstraktum sein, also irgendeine abstrakte Figur, also musikalische Einheit, das heißt jetzt eine Melodie oder so, die eben jetzt, die muss jetzt eben so sein und die muss dann so sein, das ist einfach so, das hat aber jetzt überhaupt nichts mit meinem emotionalen Zustand zu tun. Aber erstmal ist das ja relativ mathematisch dann, wenn du das so beschreibst, weil du, also ich kann mir schon vorstellen, wenn man eine Komposition zu einem Stück macht, das sehr tragisch ist oder bestimmte emotionale Momente hervorruft, dass das auch also das in den Nachvollzug dafür eine Komposition zu finden, auch was mit einem macht? Oder ist das dann einfach nur, wie wenn man ein Buch liest, wird man ja manchmal auch, wird man irgendwie komisch und dann denkt man, soll der andere doch mal das auch lesen, damit er weiß, warum man jetzt gerade komisch ist oder so. Aber natürlich tut das was mit einem. Wenn man sich zwei Jahre mit zum Beispiel, also wenn für eine Oper, wenn du dich zwei Jahre mit einer Sache beschäftigst, das tut auf alle Fälle was mit dir. Aber ich bin vielleicht mehr als andere wirklich in der glücklichen Lage, dass ich tatsächlich, wenn ich jetzt, sage ich mal, aufhöre zu komponieren irgendwann um 4 am Nachmittag, dann mache ich die Tür zu und dann ist das weg. Von mir. Ich meine, ich mag noch komisch sein manchmal, wenn eben irgendwas nicht gelungen ist, wenn irgendwie das nicht so geht, wie ich das mir vorgestellt hatte. Aber im Prinzip bin ich in der Lage, das absolut zu trennen, die Tragik oder die Emotionalität, die in der Musik stattfindet, mit dem, was ich eben rausmache. Aber besprichst du das manchmal? Also jetzt meine ich nicht keine Therapie oder sowas, sondern ganz neutral. Also so, wenn du bestimmte Ideen hast, hast du dann einen Austauschpartner? Unabhängig von den Leuten, die den Auftrag entgegennehmen, wo du dann einfach mal... Nee. Gar nicht. Nee, gar nicht. Geh mal ans Telefon. Das geht natürlich nicht, das müssen wir jetzt mal hier... Aber trotzdem gibt es ja dann diese Filmpremiere. Und dann bist du doch dabei. Und dann ist das erste Mal im Kinosaal. Und dann der Film, die Musik. Hm. Und hast du da irgendwann mal so ein nettes Erlebnis gehabt, wo du sagst, och, da gab es, glaube ich, Zwischenbeifall oder irgendwelche Reaktionen im Publikum, wo du sagst, das ist durch meine musikalische Genialität da ausgelöst worden, das ist durch meine Musik. Das mag durchaus mal der Fall gewesen sein, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wer es gesagt hat und ich stimme dem auch nicht unbedingt zu, aber irgendwann... Komponist von Filmmusik hat mal gesagt, die beste Filmmusik ist die, die man nicht hört. Mhm. Also, die nicht hört die in so dem Sinne, ist, dass man sie nicht wahrnimmt, dass sie eben einfach nur beiträgt zu dem, das ist genauso. Ich meine, du siehst ja, wenn man den Film sieht, denkst du jetzt auch nicht, oder ich glaube ach, nicht, die ganze Zeit, ach, das ist aber eine schöne Kameraeinstellung, oder das Licht ist ja toll, das ist. Das, oder hier, guck mal, was die für dieses Design oder so, das nimmt man ja alles auf in dem Moment als eine Art Gesamtkunstwerk. Ja, ich weiß ja, warum ich jetzt auch vielleicht mal angespielt habe, als ich spiele mir das Lied vom Tod, ist ja schon im Titel drin, das Spiel, dieses Musikstück, die Mundharmonika. Ja. Da hat das ja ganz wesentlichen Beitrag, da gehen ja Leute mit der Melodie raus oder... Wenn du jetzt hier so ein kurzes Kürzel nimmst bei Olsenbande oder so, da sind ja Melodien da, die dann auch gemacht werden und die sollen auch wieder erkannt werden. Aber das sind ja dann Glücksmomente. Das sind absolute Glücksmomente von, kann ich ja durchaus sagen, von einem von dem Komponisten, also Filmkomponisten, den ich ja wirklich am meisten bewundere, Ennio Morricone. Also das sind, also ich glaube, er hat mit seiner Musik wirklich also einen Beitrag geleistet zu den Filmen. Die Filme wären einfach nicht mehr so gut, wenn man die Musik... Aber der Unterschied ist da ja auch, dass die Musik auch von Morricone eigentlich die nicht so plastisch umwölbt oder so ein...
bettet, das ist ja eher das, was zu deiner Musik gehört. Ja. Also dieses Gesamtkunstwerk, was du ansprichst, ist ja anders als so ein bisschen scharf, also das ist ja wie eine Gegenhandlung oder Dazuhandlung, die Musik. Das ist nicht eine Einwicklung des Films oder das ist eine Plastizität schon, darüber. Aber bei, also nehmen wir jetzt mal, wenn wir kurz über diesen Stil reden, also bei Leone zum Beispiel sind ja diese Elemente also des Films, also die ja normalerweise so das Gesamtbild herstellen, also wie Kamera und Musik und Licht und ja, Design. Großaufnahmen von sind Augen die, und sonst ja, was, das ist ja alles. Manchmal, das ist alles manchmal einzeln, also in den Vordergrund gestellt, also da siehst du eben nur dieses Augenpaar, das heißt, du hast nur die Kamera oder siehst eben irgendein Detail und da werden eben diese Einzeldisziplinen, die eigentlich das Gesamte bilden, kommen so in den Vordergrund und das macht einfach auch seinen Stil aus. Das, was eben bei anderen ist es, wie soll ich sagen, geschlossener, da ist nicht so ein Herausstellen der einzelnen Disziplinen. Aber das macht es auch so besonders. Was ist das, wenn wir jetzt über Morricone und spielen das Lied vom Tod sprechen, was würdest du sagen, ist so deine größte Leidenschaft gewesen für das, was du machen durftest? Also wo du auch sagst, das ist das, das muss eigentlich auch jeder sehen und hören und also hören vor allem. Das ist schwierig, weil ich bin und das ist aber glaube ich auch so eine, wie soll ich sagen, so ein Stereotyp, man ist immer an dem am meisten interessiert, was man gerade gemacht hat oder beziehungsweise das ist das, was man eigentlich möchte, dass die Menschen sehen und hören sollen. Aber es gibt, es gab ein Projekt 2010, das ich zusammen mit der English National Opera gemacht habe, eine Oper, die sich also basierend auf dem Stück von John Webster, die Herzogin von Malfi. John Webster, sagt er dir was? Zeitgenosse von Shakespeare, aber die blutrünstige Variante von Shakespeare. Und das war wirklich, glaube ich, das Faszinierendste, was ich jemals erleben konnte im Musiktheater. Und es ist etwas, was wirklich, ich weiß nicht, aber es gibt sicher entsprechende Projekte, also Dinge, die man nur einmal, erst sowas wie Christo, also die Verhüllung des Reichstags, das oder seine ganzen anderen Projekte, die gab es eben, die waren da für zwei Wochen oder so und finden nie wieder statt. Yeah. Und genauso war das auch bei der Herzogin von Malfi, ich meine, das war eine Oper, die dann auch später nochmal aufgeführt wurde, aber in der Weise, in der Art und Weise, wie sie ihre Premiere hatte, das war wirklich... Was war da so das besonders? Ist, es wurde von einer Theatergruppe inszeniert, Punch Drunk heißen die, sind sehr bekannt im englischsprachigen Raum, die nur in leerstehenden Gebäuden inszenieren. Und die hatten vorher schon verschiedene Theaterstücke gemacht, auch Musik und so weiter. Und sie wollten jetzt eine Oper machen. Und dadurch kam der Auftrag an mich, weil die haben das zusammen mit English National Opera gemacht. Und die haben lange nach einem leerstehenden Gebäude gesucht und haben dann irgendwo in den Docklands von London ein riesiges leerstehendes Bürogebäude gefunden mit einem unglaublich... Das war wie so ein Flugzeughangar, also so ein Raum war da drin, da passte eine Boeing, ich weiß nicht, was ist die Größe? Was war das denn, warum war das ein Bürogebäude? War das ein Bürogebäude von, ich glaube, einer pharmazeutischen Firma und die haben in diesem Hangar ihre Sachen gelagert. Ah, okay. Also ihre die Medizin, die waren, ich weiß nicht, ausgezogen, pleite gegangen, keine Ahnung. Und dieses Gebäude wurde dann in einem langen Prozess über 2-3 Monate präpariert für diese Oper. Und die fand da nicht statt, also auf der Bühne, sondern sie fand in diesen Räumen statt. Also jeder Raum wurde entsprechend präpariert. Es geht ja in der Geschichte geht es um Werwölfe und um natürlich Mord und Totschlag, um Verrat und alles Mögliche. Und nur mal so ein kleines Detail, ein Raum war präpariert zum Beispiel wie der Raum eines
Wissenschaftlers, der sich mit Werwölfen beschäftigt. Also in dem Raum fand nie was statt, da war keine Musik drin oder so. Das war einfach nur ein Zimmer mit Büchern und Medizin, Tinkturen, wie als so ein Wissenschaftler, der gerade eben, der da arbeitet, aber der hat das Zimmer gerade verlassen. Also, das ist, raucht noch die Zigarette. Ja, so ungefähr. Und so dieses ganze Gebäude wurde präpariert und die Oper fand an, also die jeweiligen Szenen fanden in verschiedenen Räumen statt. Das heißt also, die Musiker Publikum mussten auch wandern. Ach, die Musiker auch. Die Musiker mussten wandern, zum Publikum komme ich gleich. Die mussten wandern und das hatte bestimmte, das erforderte bestimmte, wie soll ich sagen, also logistische Beschränkungen. Also man, ich konnte also keine jetzt Abstandsregeln jetzt. Die gab es damals noch nicht. Aber ich konnte jetzt nicht ein ganzes Orchester, also von einer Szene zur anderen wandern lassen. Das geht schlecht. Und zumal es alles auch noch im Dunkeln stattfand. Ach, aber wie haben wir dann das gesehen, dass so ein Buch, dass so ein Raum voll mit Büchern war? Oder, ja, ich meine, was heißt im Dunkeln? Nicht, es war jetzt nicht stockdunkel, aber es war, dass die Lichtverhältnisse waren also wirklich so, dass man also gerade in ein reales Empfinden hatte, also dass man in einer ganz anderen Welt ist. Was ja für die Musik gut ist, wenn man nicht so viel abgelenkt wird durch Schwenken. Aber dann hatte man eben, also ich habe dann eben bestimmte Gruppen organisiert von Instrumenten, die eben diese Szene spielen und die nächste Szene wurde von anderen Instrumenten gespielt und dann konnte die erste Szene gespielt hatten, die konnten dann zur dritten Szene wandern und so weiter. Das war ziemlich, also schweres logistisches Unterfangen und sich das auszudenken. Und erst am Ende dann, die letzten 20 Minuten fanden in diesem riesigen Flugzeughangar statt, auf so einem Art Catwalk, wo dann die Herzogin getötet wird und so weiter. Und das Publikum selbst musste, also es wurden nur pro Aufführung 300 Menschen eingelassen, damit die sich dann auch nicht zu sehr bedrängen in der Dunkelheit und oder in diesem in der schummrigen Atmosphäre. Das Publikum musste Masken tragen, also nicht unsere heutigen Masken, sondern so eine Art diese venedischen Karnevalsmasken. Ach, diese hellen. Mit diesen so langen Nasen und so. Also, damit man auch, weil und das Orchester, waren die auch anders gekleidet? Sahen die dann aus wie die Angestellten aus der Firma? Oder die waren ganz normal gekleidet. Aber diese Masken, das war die Idee, das ist immer bei Punch Drunk so, dass das Publikum immer Masken trägt, das hat einen ganz seltsamen oder vielleicht psychologisch einfach erklärbaren Effekt, dass man seine Hemmung verliert. Also als Publikum, du gehst Dinge zu. Das ist ja das Prinzip der Maske. Ja. Und du das stehst haben die also, übernommen. Ja, und du stehst dann praktisch, also du verlierst deine Hemmung, du kannst dann wirklich neben einem Sänger stehen, der gerade seine Rolle singt. Das ist, sonst würde man sich komisch haben. Ja, ne? Sonst, wenn du da als unbemaskt. So kann da jeder rantreten, also warum nicht ich? Ne? Also klar, stellt sich daneben. Ich würde gerne mal, ich meine, das ist wirklich, Film war verboten, also Filmaufnahmen zu machen, das lehnen die immer ab. Aber es gab einen Dokumentarfilm darüber, also über diese Produktion. Also lehnen die immer ab, weil das nur als Event sein soll? Nur, weil es nur einmal stattfinden soll. Oder grundsätzlich das Theater lehnt das ab. Nur die Leute, die da sind, sollen das erleben. Ja, nee, das ist schon Ja. Ach, das ist grundsätzlich. Das fordert ja geradezu heraus, illegale Filmaufnahmen zu machen, oder? Schon, aber es ist ja dunkel. Wir können mal, Andrea, please, could you show us a few pictures first, starting from 18? 19, 20, also auch nur ein paar Bilder, da bekommt also ein paar Fotografien, die natürlich gemacht wurden vorher, einfach für Promotion. Das ist ein Raum, der von Punch Drunk so präpariert wurde. Diese Bäume bestehen alle aus Aluminium. Mhm. Die sind also so umwickelt, also Draht und Aluminium. Und dann eben dieses Licht dazu. Ja, super. Und die Farbe ist jetzt auch so, die Farbigkeit ist so Feuer. Das ist das so Feuer. Es brennt der Wald sozusagen. You can go on, show the next. Und du hast gesagt, das sind Räume, die sind dann so präpariert.
Die sind nur zum Angucken, da spielt sich nichts ab. Gab es auch, also es gab Räume, da, waren, da fand irgendwas statt, da wurde irgendjemand gefoltert. In dem anderen Raum waren diese Bücher über Werwölfe. Und ja, das ist der Ferdinand, der wahnsinnige Bruder der Herzogin, der sie dann auch töten lässt, gesungen von Andrew Watts, ein wunderbarer Countertenor. Ja, das ist zum Beispiel so ein Setting für das Orchester, für eine Szene, also das ist Dirigentenpuls und das Publikum lief dann einfach, also gut, die sind jetzt nicht zwischen den Musikern durchgelaufen, so viel Priorität hatten sie schon, aber... Aber schon... Ja. Und wie ist das dann, hat man dann mit allen Kontakt? Also auch wie? Du, also wenn, wenn die Musik gemacht wird, lernst du die alle kennen? Die, nee, nicht jeden Einzelnen, aber die Sänger schon, ja. Die Sänger ja, schon? Die kenne ich beide. Claudia Hackel hier, das ist die Darstellerin, Sängerin der Herzogin. Und Andrew Watts als Ferdinand. Und das sind, also ich finde, das sind wunderschöne Bilder. Also die einfach dieses szenische, was Punch, also diese Inszenierung von Punch Drunk wirklich, also ungeheuer. Also 300 Leute gehen dann dahin, sehen dann diese Szene und die nächste, die woanders stattfindet, gehen die... 300 gehen eben nicht hin, weil das verstreut sich ja über das riesige Gebäude. Ach, die teilen sich auch noch auf. Ich dachte, die werden an der Pult vorbeigeführt. Wie geht das dann? Dann sieht man die Szene und dann ist sie nicht mehr da? Oder wird die immer? Ich habe es noch nicht ausreichend erklärt. Ja. Die Oper fand parallel zweimal statt. Ja. Die erste Szene begann und dann die zweite Szene und dann die dritte und dann fand die erste Szene wieder statt, sodass Menschen immer in die, insgesamt dauert es ungefähr zwei Stunden, dass in den ersten 90 Minuten man immer irgendwo etwas hatte. Aber man hat natürlich, das ist der, was heißt ein Nachteil, das war natürlich geplant, dass man keine Kontinuität hat. Du steigst irgendwo in der Mitte ein. Manche Leute sind am Anfang eben vielleicht in diesen Raum gegangen mit diesen Büchern und haben überhaupt keine Musik gehört und sind erst zur dritten Szene irgendwo dazugekommen. Aber durch die Masken werden sie selber zur... Hier sieht man ja auch im Hintergrund. Inszenierung, ne? Die werden ja selber dann Teil durch die Masken. Ja. Wahnsinn. Und das, ist das nur in London dann aufgeführt das worden? Das ist nur in London aufgeführt worden. Allerdings 4 Jahre später hat es dann die Oper in Chemnitz als normale Oper gemacht, also auf der Bühne. Auf der Bühne Aber mit der gleichen Besetzung? Nee, andere Besetzung, ganz andere Leute. Und die hast du dann auch in Chemnitz ausgesucht, die Besetzung? Also, Besetzung suche ich ja nicht aus, die werden mir vorgeschlagen. Ich bin ja kein Casting-Direktor, also das überlasse ich dann schon. Also das ist dann der Dirigent letztendlich, das ist aber der gleiche Dirigent? Der Dirigent oder der... Du meinst jetzt in Chemnitz? Ja. Es war auch ein anderer Dirigent. Es war vollkommen anderes Orchester, anderer Dirigent, andere Besetzung. Aber das war eben mal, was wir vorhin kurz besprachen, mal ist ein Beispiel dafür, für eine zeitgenössische Oper, die schon zweimal gespielt wird. Nicht nur einmal. Also, ja, Wahnsinn. Mhm. Ja. Ja, und wir können ja dann auch diesen, das ist ungefähr 3 Minuten lang, diesen kurzen Ausschnitt aus diesem Dokumentarfilm sehen, der so einen ganz kleinen Eindruck gibt, wie also die letzte Szene, das Finale in diesem Flugzeughangar, wie das stattfand. Andrea, if you could play number 14, please. In was für einem Rahmen müsste ich das so finanziell denken? Das war, also ich weiß es nicht, aber das war, das sagte auch am Ende des Dokumentarfilms, sagte der Intendant der English National Opera, something reckless like this we will never do again. Ja, also das hat eine Unmenge Geld gekostet und ist gut, es gab eine Menge Aufführungen, also ich glaube es waren 14 Aufführungen, aber selbst 14 mal 300, also ich glaube nicht, dass es sich... Nee. Gerechnet hat. Wie viele Voranmeldungen gab es für die Raphael-Ausstellung? 60.000 oder so? Ja. Can we have it from the beginning? That would be nice. Oh. Can we have it from the beginning, please? Let's go.
whether we fall by ambition, blood, or lust. Like diamonds, we are cut with our own dust. Es ist sowieso nur ein, kann kein vollständiges Bild sein, dieses Erlebnis. Aber wirklich das Beeindruckendste, was ich auf der Theaterbühne gesehen habe. Okay, vielleicht, maybe we leave it alone. Das ist ein Flugzeug. Gedacht, ich dachte, das war ein Flugzeug. Wie bitte? Ich hatte gedacht, du hättest das jetzt komponiert. Das ist Flugzeug, das so, ja. Ja. Das läuft jetzt immer noch ein bisschen Musik. Okay. Ist die für uns oder für die anderen? Sind wir jetzt? Und wie ist das mit Realgeräuschen, die dann sind? Also eben genau, weil das Flugzeug gerade hier... Ja, es hat gerade gut dazu gepasst. Also es war zum Beispiel in dieser, in der Oper am Ende, das ist ein gutes Beispiel für Originalgeräusche. Die letzte Szene fand auf einer Art Catwalk statt, also in diesem riesigen Hangar. Also das Orchester saß dahinter und das war alles umschlossen von einem Vorhang, ein riesiger Vorhang, also der, ich weiß nicht, die Decke war, also es waren bestimmt 10 Meter, ich weiß es nicht, aber es war ein riesiger Vorhang, so man sah nicht, was hinter dem Vorhang war. Und dann mit dem letzten, in der letzten Minute, wo ich also einfach nur einen Ton komponiert habe, den das ganze Orchester spielt, und der ganz leise beginnt und der ein riesiges Crescendo wird und dann ganz laut aufhört, über diese Minute wurde der Vorhang geöffnet und da gab es dieses Geräusch, dieser Metallrollen, was sich so vermischt hat mit diesem Ton. Das war fantastisch. Und dann sah man, also hinter dem geöffneten Vorhang war dann dieser ganze riesige Hangar, war ausgestattet mit Körpern, die von der Decke hingen, so 100 eingepackte Zuschauer. Leichen. Zuschauer, ja. Aber das war so ist ein gutes Beispiel für, also was wirklich nicht oft passiert, wo sich Realgeräusche gut gemischt haben mit Musik. Ansonsten aber du könntest nicht darauf bestehen, du könntest nicht sagen, ihr müsst jetzt einen Hubschrauber da lang kreisen lassen, damit dieses Geräusch mit in die Musik geht oder die Zeit des Flugzeugs abpassen oder einen Vogel da reinsetzen, der die ganze Zeit bestimmte Geräusche machte. Wenn ich Stockhausen wäre, könnte ich das. Dann schrieb ich ein Hubschrauber-Streichquartett. Aber ich, nee. Ich habe, also in dieser Oper habe ich, und das war, glaube ich, das einzige Mal, dass ich es bis jetzt gemacht habe, Originalgeräusche benutzt, und zwar die Schreie von Zikaden, die sich eine ganze Szene also durchziehen. Habe ich aber bis jetzt nie wieder verfolgt, also reale Geräusche einzubauen. Oder eine Komposition machen aus real aufgenommenen Geräuschen. Gab es alles schon. Gibt es alles schon. Oder gibt es alles Verfolgen schon. Verfolgen dich Töne überhaupt? Ich meine, wenn jetzt hier der Kater vorhin da war, weißt du, wie so meine Freunde, die Jazzmusiker, die streiten sich sofort, in welcher Tonart er miaut. Also, die wissen sofort, das doppelt angestrichene oder so, wenn, oder weiß ich habe jetzt keine Ahnung, aber da habe ich schon Debatten erlebt. Nein. Dass die bei Tür quietschen, wenn irgendwas ist, sagen, das ist aber jetzt ganz klar der und der Ton. Das hast du auch, ne? Dass du die Note siehst. Das schon, aber wie ich das vorhin gesagt habe, also wenn ich nicht im Arbeitsmodus bin, dann höre ich es auch nicht. Also eigentlich auch wieder ganz normal weghören. Ja, ich kann
ganz normal weg hören. Und ich habe das, beim Korrektor, den ich mal hatte, der kriegte das im Alltag nicht weg. Der sah immer die ganzen Fehler. Falsch gedrücktes Semikolon, andere Buchstaben aus einem anderen Alphabet, also so, wo dann immer noch gesagt habe, beruhig dich doch wieder. Das könnte ja sogar abgesichtet. Nein, sagt er, das ist ein richtiger Fehler. Was machen die da auf Plakaten? Mhm. Also der war dann schon nah Wahnsinn. Ja. Also so, das will ich jetzt auch gar nicht fragen, ob du jetzt sagen willst, wenn man so viel Musik dann im Kopf hat. Also ich werde ja durchschreiben auch nicht wahnsinnig, wirst du. Nee. Also können wir uns die Frage lassen. Aber was also soweit ich weiß, ich meine, das ist Wahnsinnsmusik, wo du sagst, damit, mit diesen Tönen, beschreibe ich, also wie andere sagen, guck mal, ich krieg Gänsehaut, ja. Du meinst jetzt von wie würdest du das anderen ansetzen? Wäre das bei dir dumpf, wäre das bei dir schrill? Der Wahnsinn. Also wenn ihr sagst, okay, Anleitung, verfällt dem Wahnsinn. Ja? Wie würde das funktionieren, dass du das hinkriegst und dass ich dann auch sage, boah, das war ja der reine Wahnsinn mit der Musik. Ja? Das ist also etwas, worauf ich, ich bin verliebt und verbrüdert, verschwestert mit allen meinen Kompositionen, aber ein Stück, worauf ich, also was mir besonders gut gelungen ist, oder mir sind alle gut gelungen, ich kann jetzt keins herausfinden. Das eben besonders. Alle meine Kinder sind mir gut gelungen. Aber okay, dann Andrea, Number 37, please. It's an audio on here. Das ist es war ein Ausschnitt aus dem Violinkonzert und aus dem dritten Satz, der heißt Amens oder Number Two. Und das ist, wie ich vorhin sagte, basiert auf der Geschichte Melodien von Helmut Krauser. Mhm. Und das ist diese Szene, wo Andrea, nachdem sein Lehrer, der diese Melodien wieder gefunden hat, getötet wird von einem Mob von Franziskanermönchen, glaube ich. Und er bittet dann darum, dass er nicht getötet wird. Und was heißt, er bittet darum, er singt dann die Melodie Nummer 2, die Mitleid hervorrufen soll bei den Menschen drumherum, sodass sie am Ende... Natürlich sagen diese Mönche, diese mörderischen Mönche dann nicht, wir haben jetzt Mitleid mit dir, aber es ist in dem Buch beschreibt er das einfach wunderbar, wie die plötzlich, also noch mit ihren Holzkeulen da erhoben über ihm stehen, plötzlich sagen,
warum sollen wir jetzt ihn auch noch hier umbringen? Lass ihn, der ist sowieso, der ist schon hinüber oder so. Und eben dann weitergehen. Also darauf habe ich mich bezogen. In dann wusstest du die Tonart, hast du bestimmt, das ist Mitleid. Nee, Tonart, das ist, es geht ja, in dieser Geschichte geht es ja prinzipiell um Melodien, also bestimmte Tonfolgen, die eben bestimmte Emotionen oder physische Veränderungen auch hervorrufen. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel, das ist, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, Freude, schöner Götterfunken, ja, da, das ist doch, ist sicher nicht etwas, was jetzt bei irgendjemandem Melancholie hervorruft, sondern es ist uplifting und also nur mal so ganz einfach gesagt, oder in Popmusik genauso. Also da gibt es einfach verschiedene Formeln, die wir bis heute noch benutzen. Es gibt so, in Filmmusik gibt's ganz interessante Kataloge, also wirklich seitenlange Kataloge, wo wo einfach steht, diese Tonart oder diese Akkordwechsel, und dahinter steht die Emotion. Ja. Das ist so wie so ein Katalog, den Filmmusikkomponisten in Hollywood oder so einfach benutzen, den sie bedienen. Also da kriegt man ganz schnell irgendwas zusammen. Also das ist natürlich damit nicht gemeint. Also ich benutze diesen Katalog nicht, aber den gibt's. Ja. Das und dann reagiert das Publikum so. Alle. Das ist die Annahme. Das ist einfach die Annahme. Ob es dann tatsächlich so ist, ist wiederum eine andere Frage. Naja, ich habe mal mit meiner Tochter damals den Film E.T. Ja. Ein paar Mal besucht hintereinander, und dann war ich beim zweiten, dritten Mal gespannt, auch wieder an derselben Stelle, auch bei mir. Und da ist irgendwas mit E.T. fragt, dann ist er jetzt tot. Da ist auch eine Musik dahinter, da ist ein ganz bestimmtes kaltes Licht, dann gibt es ein gewisses Lichtglühen, und dann lebt diese ganze Szene auf und sagt schon zu E.T. und zu dem ganzen Publikum, der ist nicht tot, das geht jetzt wieder los. Ja. Und alle sind emotional berührt gewesen. Ja. Ich habe von hinten im Kino gesessen, habe immer gesehen, wie sofort nach dem Taschentuch gesucht wurde. Und das hättest du von vorne genauso gesehen, dass die Leute dann ergriffen sind, nur von diesem. Und da ist sicher auch ein Ton mit dabei, der... Ja, schon. Das kannst du schon so auch steuern, dass das alle, bei allen das Gleiche auslöst. Ja. Ne? Das von dem Kien Panzerkreuzer mit dem Peter Wolde. Das sprechen, das ja. Soll, ja? Das, der Panzerkreuzer Potjomkin. Ja, ich... Sorry. Ja, das war... Das hast du Russisch gelernt eigentlich? In der Schule? Ja, habe ich, aber alles vergessen. Alles, wirklich alles vergessen. Also ich könnte nicht mal, ich könnte noch sagen, wie ich heiße. Minja Sabut, Torsten. Aber das ist alles, was übrig geblieben ist. Ja, der Panzerkreuzer Potjomkin, aber das ist ja sowieso ein Stummfilm. Insofern muss man da nicht reden. Das war eine Zusammenarbeit, die sich mehr oder weniger auch aus diesem... aus dem Rammstein-Projekt ergeben hat, also mit über Sven Helbig, der Organisator und Produzent der Dresdner Sinfoniker. Und die Pet Shop Boys, die hatten die CD gehört, Mein Herz brennt, und die wollten, und die haben dann mich gefragt, oder beziehungsweise den Sven, ob ich diese Streicherarrangements oder die Streicherteile schreiben kann für ihren Film, also den sie hatten den Auftrag von dem, ICA in London, diesen Film zu vertonen, neu zu vertonen. Gibt es ja inzwischen, ich glaube, es ist die vierte Vertonung davon, also ja mehrere Vertonungen von dem Film. Und das wurde dann auf dem Trafalgar Square vor, ich weiß nicht, waren bestimmt 30.000 Leute dort aufgeführt, im Regen. Natürlich, im Landen Regen. Und eine kleine Episode am Rande. Wir hatten natürlich gute Plätze in der National Gallery. Und vor mir saß Salman Rushdie. Und neben ihm Mel Brooks. Quatsch. Und ich dachte, Mel Brooks hatte da gerade die Producers neu
inszeniert in London am Theater und Salman Rushdie war einfach gekommen und ich dachte nur, ich hoffe jetzt nicht, dass irgendein iranischer Scharfschütze da auf dem Dach gegenüber sitzt, weil ich sitze hier hinter Salman Rushdie. Schuld war die Musik. Ja. Aber das war eben, die hatten die Musik dazu gemacht und dann kam ich dazu und sollte noch bestimmte Stellen ausfüllen mit einem neuen Streichorchester. Und das war eine sehr interessante, aber eine sehr aufwendige Arbeit, weil wirklich die Pet Shop Boys, die haben eine ungeheuer genaue Vorstellung davon, was sie wollen. Und ich weiß, also am Anfang stand im Raum, also sie sagten, die wollten das auch nicht Pet Shop Boys nennen, sondern Tennant, Low and Rush. Und aber am Ende war von mir, blieb einfach nicht mehr so viel übrig. So, das, also es, ja, weil die einfach, die hatten, die haben ganz genaue Vorstellungen und ich nehme an, was ich geschrieben hatte, am Anfang war einfach zu modern für sie. Das war nicht mehr, allerdings habe ich mich gewundert, sie hatten ja Mein Herz brennt gehört und wussten ja, was auf sie zukommt oder was daraus kommen würde am Ende. Und ich finde es dennoch wunderbar, aber es war dann nicht mehr genug von mir drin, so, dass ich dann dieses, sowas wie Emerson, Lake and Palmer, ja, also das dachte ich dann, das passt dann nicht mehr so ganz und so ist es jetzt nur noch eine Art, wie heißt das, Orchestration, es läuft unter Orchestration und wir können uns ja mal ein kurzes Stück daraus noch angucken und zwar ist das the Number 10, Andrea, please. Aber das ist ja dann schon ein Riesenbahnhof. Ja, das war wirklich sehr, sehr... Aber den Ton brauchen wir noch. Den Ton? Oh, ja. Der Sound. Ton. Der Sound. Den sehen wir ja schon. We'll be right back.
jetzt, was war jetzt dein Anteil, wo du sagst, da ist mir viel übrig geblieben? Ja. Alles das. Ja, aber das ist doch zu hören. Das ist doch, ja, natürlich ist es gut zu hören, aber ich hatte, meine Ideen waren ein bisschen anders. Ich sage ja, ich finde das gut, so wie es ist, aber ich hätte mir, ich hätte es anders gemacht. Ja, also ist ja auch logisch. Du hättest es sich selber nicht nur benutzt, also so als Füße. So. Aber ich finde das schon, ging doch richtig gut zusammen. Ja. So, es wurde du hättest es aber durchkomponiert. Also jetzt gesagt, okay, gib mir ein bisschen so ein paar Rhythmen vor und ich mache euch doch mal so ein richtiges Großes. Ja, Großes, man könnte auch sagen, vielleicht hätte ich es einfach nur verkompliziert. Das machen wir jetzt ganz einfach. Ja. Ich wurde ja übrigens, das wurde ja übrigens, ist euch entgangen, das wurde, ich glaube, das stammt von 2005 oder 2006 und es wurde in Berlin dann auch aufgeführt in dem Hof der Nationalgalerie, weißt du, da am Dom, am Berliner Dom daneben und in dem Hof, der also vor der Nationalgalerie. Ja. Und ich erinnere mich noch, dass sie da lange, da gab es lange Diskussionen darum, über die Akustik, weil das natürlich sehr laut ist, dass das Gebäude keinen Schaden nimmt. Ja, und der Museumsinsel gehabt in Berlin. Ja, das war. Gab's ja einige. Was hätte die Akustik hätte was zerstört? Dass das Gebäude Schaden nimmt durch diese. Ja, weil das alles auch fehlen. Nee, überhaupt. Berlin. Also, dass einfach diese Frequenzen da, weil das ist ja sehr, sehr laut. Also, dass das Gebäude, die Nationalgalerie, Schaden nimmt. Ja, aber anscheinend nicht, weil es wurde dann doch gemacht und unter Auflagen. Es hat doch ein paar Bombenabwürfe überlebt. Also ja. Die andere Variante, die du vorhin gesagt hast, Musik machen, die Wasser zu Eis gefriert. Also ich erinnere mich da bei Blechtrommel mit diesem Gesang, der dann Gläser und Scheiben zerstört. Das gibt es ja, oder? Ja. Das, natürlich gibt es das, Töne, aber das sind eben bestimmte Frequenzen, die bestimmte physische Auswirkungen haben. Die bringen es so sehr in Schwingung, ne? Ja. Ganz bestimmte Rhythmen, Marschschritte, die dann Brücken zerstören und in manchen Erdbeben, die ganze, das ist ja auch alles Ton, ne? Alles, das sind alles Frequenzen. Ja, das sind Frequenzen, ne? Ja. Also jetzt diese Frequenzen hier, Post Questionnaire, der das übrigens zweimal ausgefüllt hat, einmal mit 14 und einmal mit 21 für sich selber oder 22 oder so. Was ist für dich das größte Unglück? Wenn etwas Personen, also Menschen, die mir wichtig sind, die in meiner Umgebung sind, die ich liebe, wenn denen etwas zustößt. Wo möchtest du leben? Da, wo es Olivenbäume gibt. Gibt es da was? Was ist für dich das vollkommene irdische Glück? Bedürfnislosigkeit. Welchen Fehler entschuldigst du am ehesten? Fehler entschuldigst du am ehesten? Es gibt viele, ich entschuldige ganz viele Fehler. Unachtsamkeit, Unaufmerksamkeit und sogar auch Lügen, kommt drauf an, ich entschuldige das. Dein liebster Romanheld? George Smiley und, muss ich zwei nennen, David Copperfield. Deine Lieblingsgestalt in der Geschichte? Jesus. Deine Lieblingsheldinnen in der Wirklichkeit? In der Wirklichkeit? Mhm. Das ist eine Schere, eine Lieblingsheldin in der Wirklichkeit. Greta Thunberg. Heldinnen? Heldinnen. Ach, mehrere sind da jetzt mit gemeint. Also du kannst nicht nur eine Greta aufzählen? Julia Draganovic. Deine Lieblingsheldin in der Dichtung? In der Dichtung. In der Dichtung, also nicht Roman, sondern in der Dichtung, Odysseus. Lieblingsheldinnen? Heldin, ich habe schon Heldin. Ja, in der Dichtung. Auch bei den Frauen. Ich habe, deshalb wunderte mich, in der Dichtung, da,
Auf alle Fälle Dorrit aus Little Dorrit. Und ich muss noch eine andere nennen, warte mal. Esther aus Bleak House. Ja. Dein Lieblingsmaler? Malerin? Piero della Francesca und Tatjana Doll. Sehr gut. Habt's gehört. Ja. Das genieße ich jetzt auch ein bisschen. und dein Lieblingskomponist? Ich frage es ja. Schwierig, aber weil es gibt so viele, aber ich muss sagen, Maler. Ja, wegen der Maler. Ja. welche Eigenschaften schätzt du beim Mann am meisten? Beim Mann? Mhm. Ich kann das nicht auseinanderhalten. Also ich schätze am meisten Vertrauen, Vertrauenswürdigkeit. Und bei einer Frau? Auch Vertrauenswürdigkeit. Deine Lieblingstugend? Bedürfnislosigkeit. Also wenig zu Deine Lieblingsbeschäftigung? Draußen sitzen, in der Sonne, lesen und Wein trinken. Und wer oder was hättest du sein mögen? Botschafter in Italien. Okay, wir hoffen, dass er auch online ist. Dein Hauptcharakterzug? Offenheit. Was schätzt du bei deinen Freunden am meisten? Offenheit und Vertrauenswürdigkeit. Was ist dein größter Fehler? Kann ich nicht sagen, aber es gibt viele, viele mittlere, die ich jetzt nicht alle aufzählen will. Dein Traum vom Glück? Wiederum, absolut Bedürfnislosigkeit. Was möchtest du sein? Das, was ich bin. Was ist deine Lieblingsfarbe? Grün in dunklerer Schattierung. Deine Lieblingsblume? Das Schneeglöckchen. Und dein Lieblingsvogel? Mein Lieblingsvogel? Mhm. Ah, der Adler. Ah. Dein Lieblingsschriftsteller? Evelyn Waugh. Dein Lieblingslyriker? T.S. Eliot. Deine Helden in der Wirklichkeit? Helden in der Wirklichkeit. Jetzt nicht die Heldin, sondern... Ja, der Held der in der Wirklichkeit. Das ist schwierig. Das sind so eine heldenlose Zeit, aber mir fällt noch jemand ein, aber vielleicht Tatjana... In der nächsten Sendung. Und die Heldin in der Geschichte, gibt es die? Ja, Jeanne d'Arc. Und dein Lieblingsname? Mein Lieblingsname ist, ich will jetzt niemanden, oh Gott, ist schwierig. können wir das auch aufteilen in männlich und weiblich? Ja, ja. Paul und männlich, Helene zum Beispiel. Helene, Quatsch, weiblich Helene, männlich Paul Gustav. Ja. Ja. Was verabscheust du am meisten? Bewusstes und wiederholtes Lügen. Und welche geschichtlichen Gestalten verachtest du am meisten? Ah, da gibt es so viele, aber... das komplette Nazi-Regime. Und welche militärische Leistung bewunderst du am meisten? Keine. Welche Reform bewunderst du am meisten? Welche Reform? Auch da gibt es so viele, die Abschaffung der Sklaverei, aber obwohl wir wissen, dass sie zwar abgeschafft wurde, aber sie noch bis heute Nachwirkung hat. Welche natürliche Gabe möchtest du besitzen? So viele Sprachen wie möglich zu sprechen. In jedes Land, in das ich komme, möchte ich sofort die Sprache sprechen. Und wie möchtest du sterben? Wie jeder höchstwahrscheinlich schnell und schmerzlos. Und was ist deine gegenwärtige Geistesverfassung? Meine gegenwärtige Geistesverfassung?
locker gelöst und etwas ungeduldig, um das langsam jetzt dem Ende entgegenzubringen. Also dein Motto? Ein Motto, ja. Das ist, sage ich jetzt auf Englisch, weil mir fällt jetzt die Übersetzung nicht ein, the readiness is all. Mhm. Ja. Man sollte immer bereit sein für das, was gerade da ist und dann bereit sein, das zu tun. Schwer. Ja, ich meine, bei dir, Peter, mit 23 Mal umziehen in Berlin, du warst immer ready, was Neues anzufangen. Yeah. Ja. Aber es ist schon schwer, ja. Also das als Motto zu haben. Ja, aber wenn du ein Motto hast, willst du dem ja nicht untreu werden, weil das ist ja mal als Motto aufgetaucht. Ja. Und dann möchte man, dass das auch sich immer wieder bewahrheitet. Also sonst schon. Hätte man ja das falsche Motto am Wickel gepackt. Hm. Und das ist aber schon ein schweres. Aber ich muss sagen, also ich meine nicht immer, aber wir, also ich erst allein und dann wir, also als Familie, haben diesem Motto, muss ich sagen, schon immer, also was heißt, wir sind ihm nicht gefolgt, aber wir haben ihm Genüge getan schon, also so gut wir es konnten. Also finde ich schon und ich hoffe nur, dass wir das auch weiter so tun können. Also, das ist, in den Monaten, wo wir hier waren, ist mir, was ich gelernt habe von dir, speziell, da gibt es einen Spruch von Markus Lüppert, der immer gesagt hat, dass die Leute es nicht verdienen, dass ich schlecht angezogen bin. Ja. Und mir ist mal aufgefallen, als hättest du das Motto, dass die Leute es nicht verdienen, dass man miesepetrig aus der Wäsche guckt, weil du immer fröhlicher bist. Also das finde ich eine ziemlich schöne... Ich finde, das ist sicher eine Tugend, die ich sehr schätze, einfach Freundlichkeit und nicht unbedingt fröhlich. Man kann ja nicht immer fröhlich sein, aber man kann immer freundlich sein. Aber das ist ja gleich am Anfang auffällig gewesen bei dir. Also das, ich habe dich ja am Anfang nur mal draußen ganz kurz stehen sehen, um eine Zigarette zu rauchen. Dann habe ich dich mal ganz kurz angequatscht, dann hast du freundlich genickt und so. Und dann hast du nach unten geblickt, so ein bisschen mit dem Kopf gewackelt, also ganz dezent. Ne? Und dann wusste ich nicht mehr ganz genau, gehört das noch zum Lächeln, das Herabsinken des Blickes nach unten, oder ist das schon Teil zu gucken, was nun mit der Kippe ist? Also das, es passte für mich zusammen. Eine Freundlichkeit und dann geht man so mit dem Kopf runter und ein bisschen war Kopf wackeln. Also wusste ich nicht, ob du jetzt über deine Freundlichkeit selber wackelst. Es ist mir schon wieder passiert. Ich bin wieder freundlich gewesen, so ein Typen, den ich gar nicht kenne. Ja, so sah das aus. Und das fand ich irgendwie so optimistisch, weil ich dann gedacht habe, mit dem kann man irgendwie dann auch reden. Weil ich bin immer freundlich für Menschen, die ich nicht kenne. Ich anfangs. Danach aber der war eben das Kopf herabsinken und so leicht. Ja, so leichtes Wackeln drin, das hat mir ja Optimismus gemacht. Das Wackeln war das Alter. Die Freundlichkeit ist ja auch fürchterlich. Also das ist ja, das muss alles schon so die Chemie haben, das muss schon stimmen. Das war auch nicht als Oberflächlichkeit gemeint oder so, überhaupt nicht. Also dass man einfach nur freundlich ist, weil man freundlich ist, ist ja eine Haltung, wie man für Respekt entwickelt. Anfangs bin ich immer freundlich. Also zu jemandem, den ich kenne, danach kann sich das ändern. Du, das gibt ja Leute, die sind anfangs sind die immer freundlich und dann bleiben die das. Das ist ja ganz. Ja, also die verändern sich ja dann gar nicht mehr. Und dann wird es komisch. Ja. Und dann habe ich noch eine Frage. Ja. Köln. Köln, ja. Ja, erzähl mal was von Köln. In Köln, ja, das ist mir auch so was wie, dass man immer bereit sein muss. Ich hatte einen Auftrag für eine Oper in Köln, also die wurde 2008 aufgeführt und da hat der Intendant uns angeboten, damals war Helene noch nicht geboren, er hat uns angeboten, in Köln zu wohnen und da, dass ich da die Oper schreibe. Und haben wir natürlich gemacht, sind wir 2006 nach Köln gezogen und haben dann da, 2006, im Januar sind wir nach Köln gezogen und deshalb ist Helene auch in Köln geboren, also ist Kölnerin, kölsche Mädel. Ja. Und, Rheinländische Frohnatur. Ja. Muss ich nochmal anders betrachten. Das war übrigens, die Oper hieß Rotter und das Libretto oder beziehungsweise der Stoff war von Thomas Brasch,
Und schließlich der Bogen fast jetzt, ja. Katharina Thalbach hat es inszeniert, ja, natürlich. Mit ja, ja, das war ja ihre Idee ursprünglich, also ja, dieses Stück so, also als Oper zu machen. Und sie hat auch das Libretto geschrieben, zusammen mit dem Dramaturgen in Köln. Ja, und das war meine erste Oper. Und ich fand also Köln, fand ich ja immer, oder nicht fand ich immer, ich war ein-, zweimal da und ich fand das ungeheuer hässlich. Ich fand diese Stadt so furchtbar. Aber nach einem halben Jahr in Köln, also die Stadt das war mir so ans Herz gewachsen, bis auf die Domplatte, also die ist immer noch, das ist wirklich eine der schrecklichsten Bausünden, glaube ich, in ganz Deutschland. Aber die Stadt ist uns also so ans Herz gewachsen, das war wirklich eine wunderbare Zeit. Dann die zwei Jahre. Und wieso seid ihr aus Köln dann raus? Warum sind wir weg, ja? Nächster Auftrag. Nee, es war einfach, das kann ich jetzt wirklich, Tatjana, das weiß ich nicht mehr, warum. Achso, ja, ich wollte auch nicht jetzt. Ich weiß es nicht mehr, also vielleicht dachten wir doch, Berlin ist, hattet ihr das nicht gestern in eurem Gespräch, irgendwie, dass Berlin das wichtige Zentrum ist oder so, und diese Illusion hatten wir eben auch, das ist die wichtigste. Ach, vorher warst du noch gar nicht in Berlin? Doch, wir sind von Berlin nach Köln gegangen. Aber da warst du ja schon. Ja. Na, wir sind ja 2005 sind wir aus Japan zurückgekommen, 2004, 2005 und haben dann in Berlin gelebt und dann sind wir 2006 nach Köln gegangen. Ja, ja, in Berlin ging es sehr leicht, sehr schnell, sehr zahlreich, auch verlässliche Kontakte zu machen. Ja, das habe ich immer geschätzt. Also, sobald du irgendwie losgegangen bist, mit irgendeiner Vorstellung, wurde auch weiterempfohlen. Es wurde nicht geheim gehalten. Es wurde gesagt, in deinem Fall, ich verbinde dich. Ja. Das finde ich ganz gut, weil andere Gegenden mehr bedeckter sind und so, auch befangener und nicht genau wissen, wenn sie den Tipp geben und es kommt bei nichts raus. Ja. Das müssen sie ein-, zweimal erleben, dann geben sie gar keinen mehr. Ne? Ja. Während der Berliner ja immer noch sagt, das ist halt nicht so gelaufen. Ja, du bist selber schuld oder sowas. Ne? Aber ich kann dir noch was empfehlen, vielleicht war es auch die falsche Empfehlung. Versuch doch mal mit dem, der müsste eigentlich auch zu dir passen. Ja. Also das fand ich mal ganz gut. Ja, und dann wurden die Fehler quasi ausgemerzt, aber nicht persönlich genommen. Ja. Also Berliner nimmt das nicht so persönlich, kann auch schief laufen. Ne? So. Ja. Okay. Das war ein. Und der, schöner Abend mit euch. Eine schöne Abschiedmelodie noch, die Komposition. Haben wir noch? Wo du sagst, Kinder, lasst uns in die Nacht gehen. Gut, ja. Das vergesst ihr nicht, wie das ist gut. Das Lied vom Tod. Finde ich super. Das bleibt genau, bei gute euch, das verfolgt euch bis in die Nacht hinein und morgen wieder in die Nacht hinein. Also wir hören, ach klar, lasst uns zum Ende Mutter hören. Mutter, ja. Number two. Das ist ja auch wirklich wunderbar. Mutter, ich hatte Rahmenliebe geschrieben und dann habe ich mit Flagge geredet und ich wollte bei der Buchpremiere unbedingt Mutter haben. Ja? Und das war ja ganz schwierig, das irgendwie dann auch so rechtmäßig hinzukriegen. Und dann hat Flagge das einfach gesagt, Peter, wenn du selber singst, Mutter, ja, dann spiele ich sogar Orgel dazu. Und das war großartig. Aber die Bühne war voll, weil Flagge war da. Und, ja, Mutter. Das muss aber irgendwie, okay. There we are. Damit sind wir jetzt raus, ne? Ja. Okay, das ist dann doch. We didn't say after goodbye, that, die Tränenkreise, Kinderschar, ich zieh sie auf ein weißes Haar, werf in die Luft in nasse Kette und wünsch mir, dass ich eine Mutter hätte. Keine Sonne, die mir scheint, keine Brust hat Milch geweint. In meiner Kehle steckt ein Schlauch, hab keinen Nabel auf dem Bauch. Ich durfte keinen Nippel lecken,
hat keine Falte zum Verstecken. Niemand gab mir einen Namen, gezeugt in Hast und ohne Samen. Der Mutter, die mich nie geboren, hab ich heute Nacht geschworen. Ich werd ihr eine Krankheit schenken und sie danach im Fluss versenken. Stirn ein Mutterpfahl, entferne es mit bestes Kuss, auch wenn ich daran sterben muss. Yeah.